Die Eintracht trainiert weiterhin in kleinen Gruppen. Ob das vielleicht irgendwann nochmal wichtig wird, wahrscheinlich eher nicht. Es sieht weiter schlecht aus um die Fortsetzung der Saison, aber das ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Wir können uns auch mit anderen Sachen beschäftigen und damit herzlich willkommen zu Eintracht lebenslang. Ich bin der Tobi und heute mit mir dabei einmal der Jussi. Hallo. Der Martin. Guten Abend. Und der Kevin. Hallo. Und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, haben einen ganz besonderen Gast heute eingeladen. Wir hatten letzte Woche ja schon das angekündigt, hatten euch ja nochmal den Adler-Podcast empfohlen, um da schon mal reinzuhören, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Und heute ist er da vom Global Soccer Network, der Dustin. Nabend. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, möchtest du gleich mal sagen, was deine Profession ist? Wie, was du machst? Meine Profession, ja, Fußballer in Zahlen zu zerlegen, ja, nennen wir das Ganze mal so. Also wir versuchen, oder wir beim Global Soccer Network versuchen tatsächlich, Spieler weltweit anhand von Daten so objektiv wie möglich einzuschätzen und zu bewerten, ja, um damit eben, ja, sämtliche Ligen, Wettbewerbe global miteinander vergleichbar zu machen. Das ist die sehr, sehr verkürzte Version dessen. Das werden wir gleich noch groß ausführen. Es geht um sehr, sehr, sehr hohe Zahlen in dem Fall. Und vorher haben wir allerdings noch zwei Sachen. Es gibt ein Trainergerücht, was durch die Regionalsportpresse ging. Also mit Vorsicht zu genießen. Aber wie heißt der gute Mann mit Vornamen? Thorsten auch, ne? Thorsten, ja, Ziegner. Ja. Bis vor ein paar Wochen noch Trainer beim Halleschen FC, mit denen ja letzte Saison eine recht gute Leistung abgerufen, knapp am Aufstieg vorbei, vierten Platz am Ende. In dieser Saison auch super gestartet, beim Hinspiel gegen uns noch die deutlich bessere Mannschaft, was jetzt vielleicht auch nicht so viel heißen mag, wenn man unsere Leistung danach ansieht. Aber zu dem Zeitpunkt war Halle für mich schon Aufstiegskandidat und dann ging es abwärts, ja, und zwar richtig. Und deswegen ist möglicherweise Halle auch einer der Vereine, die für den Abbruch der Saison sind, weil sie immer tiefer reinrutschen. Und jetzt, ich weiß gar nicht, stehen die schon auf dem Abstiegsplatz oder kurz davor? Ich glaube, einen Platz davor, ne? Ja, ganz knapp davor, also sind auf jeden Fall. Also ja, sportlich hat er ja, bevor jetzt die halbe Jahr kam, auch schon in Zwickau in die dritte Liga geführt. Also hat er schon als Trainer, war schon recht erfolgreich bis letzten Herbst so. Aber auch aus anderen Gründen würde ich ihn sehr, sehr ungern hier sehen, weil ich ihn sehr, sehr unsympathisch finde, was in erster Linie damit zusammenhängt, dass er der 2008, glaube ich, Kingsley Onuwegbu mal als schwarze Sau bezeichnet hat, als er Kapitän von Jena war bei uns in Braunschweig zu Gast. Und auch wenn er sich da irgendwie entschuldigt hat, finde ich sowas ist halt echt kacke, das ist rassistisch und deswegen will ich ihn hier nicht sehen und ich finde auch so, wie er wirkt in einer ganzen Art, richtig, richtig, richtig unsympathisch und ja, da will ich lieber einen anderen Trainer haben, zumal er jetzt ja nach Halles Absturz und auch der Art, wie er sich, ich glaube, in Zwickau verkracht hat mit der Führung, da gibt es auch abseits dessen ein paar Dinge, die da durchaus nicht super wirken und ja, deswegen bin ich, hoffe ich, dass das nicht stimmt. Ich finde es gut, dass sie sich nach neuen Trainern umschauen, aber ich hoffe, dass es ein anderes Resultat gibt als Thorsten Ziegner. Ich auch. Ja, das war ja auch nicht die einzige Entgleisung mit Kingsley Onuwegbu. Da gab es ja noch gegen irgendeinen türkischstämmigen Trainer noch so eine Aussage irgendwann später noch und das scheint wohl relativ häufig bei ihm vorzukommen. Aber ja, dass sie einen neuen Trainer suchen, ist, denke ich mal, gut. Also nehmen wir alle mal an, dass das positiv ist. Allerdings ist da immer noch die Personalie Peter Vollmann, die diesen Trainer sucht, was das viel größere Problem darstellt. Ja, Welche Trainer wohnen noch in Münster? Ja. Die Frage. Ja. Vielleicht wird ja auch Kurtulus dann einfach zum Cheftrainer gemacht, wenn er so toll ist. Ja. Ja. Naja, eine zweite Aktion, auf die wir ganz kurz eingehen wollen, ist die Aktion Pfeif auf die Kohle, der Eintracht zum Wohle, die Dauerkarten-Rückerstattungs-Verzichtungsaktion sozusagen. Und Tageskarten. Und Tageskarten, achso, das wusste ich gar nicht. Also wenn du jetzt Tageskarten noch schon gekauft hast für die letzten Spiele, dann kannst du darauf auch verzichten, die rückerstattet zu bekommen.
Da Auswärtskarten, weiß ich auch nicht, was damit ist. Da ist natürlich die Frage, wie das mit den Tageskarten gelöst wird, ne? Wie sie die Personen, obwohl die haben ja, kannst du ja normalerweise, nee, Quatsch, du kannst ja auch noch am Stadion käuflich erwerben, ohne ID. Jetzt, okay. Wenn du über E-Mail, über hier ist, über den Ticketshop gehst, dann haben sie ja deine E-Mail-Adresse, dann können sie dich ja direkt anschreiben. Wie sie das mit den anderen machen, ist natürlich die Frage, ob die den vor Ort irgendwie umtauschen. Ja, haben sie so wie hast du gerade schon verkauft? Ja, also ich war nur irgendwie 2 Spiele jetzt im Verkauf oder so, ne, aber und dadurch, dass er mittlerweile auch in den Tageskassen geht, wird es wahrscheinlich auch nicht zu viel im Vorverkauf sein, aber ja, entweder halt, kann halt einfach sein, dass sie die nicht zurückgeben müssen, weil das ist ja auch noch was anderes als eine Dauerkarte vom Volumen her und da kann ich mir, und vor allem, also ja, kann ich mir vorstellen, dass da einfach nur der Aufruf ist oder dass es da einfach nur darum geht, dass die nicht zurückgeben sollen, weil, ja. Also eine Karte, die sie irgendwo in der Vorverkaufsstelle verkauft haben, ohne dass da jetzt irgendwie eine E-Mail-Adresse abgegeben wird, das kann ja nur so laufen, da muss ja keine schriftliche Erklärung kommen. Ja, also ich denke mal, hier von uns wird jeder auf das Geld verzichten, wenn ihr das Geld über habt. Also wirklich nur, wenn ihr das irgendwie finanziell euch leisten könnt, obwohl ihr habt das Geld ja schon letzten Sommer ausgegeben. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass ihr das jetzt noch extra ausgeben müsst. Es geht bei den meisten, keine Ahnung, was die an Sitzplätze so 100 Euro, 150 Euro maximal, würde ich schätzen. Und im Stehplatzbereich so ungefähr um 50 Euro, wenn man das auf die restlichen Heimspiele unterrechnet. 50 Euro? Es sind noch 5 Heimspiele, glaube ich, gewesen. Ja, stimmt. Das müssten so ungefähr, naja. Ein Viertel, ne? Ja. Stimmt. Bei knapp 200 Euro Preis für die Dauerkarte. Naja, also wenn ihr darauf verzichten könnt, dann macht das bitte. Das Geld kann Eintracht gebrauchen. Wenn man sich das ausrechnet, geht es da schon um einen hohen 6-stelligen Betrag, den die Eintracht da sparen könnte, im besten Fall, wenn alle darauf verzichten würden. So, dann kommen wir wieder zurück zu unserem Gast. Dustin, also du warst Scout bei Hoffenheim und Sandhausen, habe ich gehört. Ja, genau. Und wie bist du denn darauf gekommen, dass du machen, was du jetzt machst? Da muss ich ein kleines bisschen weiter ausholen. Und zwar ist es so, dass ja ich sehr affin bin in diesen amerikanischen Sportarten, wie Baseball, Football, auch Eishockey, Basketball. Hat den Hintergrund, dass mein Vater aus Kanada kommt. Ich dementsprechend mit diesen Sportarten ein bisschen aufgewachsen bin. Das ist aber der eine Hintergrund, wie gesagt, weil diese Sportarten schon sehr, sehr viel mit Zahlen zu tun haben. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Basketballkarten oder sowas gesammelt hat. Da waren hinten drauf auch immer schon ein Haufen Zahlen gestanden. Hat mich als Kind schon fasziniert. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt war tatsächlich der zu sagen, wenn man eben scoutet, ist die Meinung oft sehr, sehr subjektiv, ja, weil man unbewusst einfach Sachen einfließen lässt in Scouting-Berichte, die einem nicht wirklich passen an einem Spieler. Lass es die Schuhfarbe sein, lass es die Frisur sein. Das macht man gar nicht unbedingt absichtlich, aber es fließt irgendwie doch mit ein, macht den Scouting-Report dann eher subjektiv. Und da war immer die Überlegung, wie kann man denn wirklich das Spieler-Scouting so objektiv wie möglich gestalten. Ja. Und dann kam eben ja so nach und nach die Idee, was mit Daten zu machen, weil die wirklich sehr objektiv und aussagekräftig sind, wenn man sie richtig nutzt. Ja, also zur Affinität, ich weiß von Martin und von mir, dass wir große Football-Fans sind und über den Weg schon mit solchen Daten oder häufiger in Kontakt kommen. Jussi ist großer Fan von Moneyball, weiß ich. Baseball, ja. Kennt, ne? Kennt ja denn jeder. Ja. Standardwerk. Ja. Wobei ich mich beim Football speziell auch immer frage, wie die an diese Statistiken ankommen. Also jetzt nicht so die Spielerbewertungsstatistiken, sondern so Statistiken wie seit 28 Jahren hat keiner mehr ein Spiel gewonnen, wenn er im dritten Viertel 10-0 zu Hause ist. Den Twitter-Account ESPN Stats and Info, und die machen da manchmal irgendwie so, wer uns das und das zuerst löst, da kann irgendeine Frage stellen. Dann gibt es teilweise wirklich Profis, die auch selber in der Zeit haben, die dann die Frage lösen, und dann kriegen die da irgendwie eine Wunschfrage beantwortet, und die fragen halt auch so richtig absurden Scheiß, und die brauchen dann eine halbe Stunde und können dir dann sagen, wer 1956 in einem dritten Viertel die meisten, keine Ahnung, Pässe über 10 Yards geworfen hat oder so einen richtigen, also keine Ahnung, die müssen da, also die wissen auf jeden Fall, wie die haben gute Datenbanken, und die da arbeiten, wissen auch, wie man die benutzt. Das war eigentlich mal einfach
Ja, aber. Das habe ich mich schon immer gefragt, wie viele Leute da arbeiten, aber das ist für wann anders vielleicht. Jussi, ja. du hast die meisten Fragen. Fang doch mal an. Ja, also die meisten Fragen, also ja, also wir haben ja dir Fragen vorher geschickt und ja, weiß nicht, vielleicht fangen wir mal mit was, weiß nicht, ob das eine leichte Frage ist, aber vielleicht unsere Hörer und Hörerinnen werden vielleicht gerne wissen, zum Beispiel, welcher Spieler ist von der Braunschweiger Eintracht jetzt zum Beispiel das größte Potenzial hat als Spieler? Ja, da sind uns sogar mehrere aufgefallen, die wir sagen, ja, die könnten durchaus noch eine Liga höher spielen. Meistens sind es die ausgeliehenen Spieler tatsächlich. Also, das ist ein Patrick Kammerbauer, das ist ein Kevin Coden, das ist ein Alfons Amade. Ich hoffe, ich habe alle richtig auch ausgesprochen. Ja. Wer uns auch aufgefallen oder wer auch einen hohen Potenzialwert hat anhand unserer Daten, ist Robin Becker. Und aus der U19 ist uns tatsächlich ein Spieler auf dem Schirm, bei dem wir jetzt so ein bisschen nachrecherchiert haben und nicht so ganz nachvollziehen können, warum der dieses Jahr nur 3 Spiele gemacht hat. Aber vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen weiterhelfen. Das ist Matthias Heiland, der von RB Leipzig vor 2 Jahren, glaube ich, zu Braunschweig gewechselt ist, in die U17, mittlerweile in der U19 spielt. Und der anhand unserer Daten auch wirklich jemand ist, der definitiv dritte Liga spielen könnte, auf Sicht wahrscheinlich sogar höher, ja, von den Eigenschaften, die er mitbringt. Kevin hat ihn schon ein paar Mal angesprochen, ne? Kevin? Ja, was ist Heiland oder Peter? Das hab ich nicht ganz verstanden. Heiland. Ja, den hast du auf jeden Fall schon. Ja, den habe ich schon mal ein paar Mal spielen sehen, ja. Der war bei der zweiten aktiv und ja, war zumindest sehr mutig, sage ich mal. So. Ball war das einer von denen, die bei dem einen Testspiel dabei waren im Februar? Wo das, wir das war der, der den einen so umgetreten hat. Ah, okay, ja, aber der ist positiv da in Erscheinung getreten. Also ja. Das ist rein subjektiv, wo wir wieder bei dem Scouting-Problem vor Anfang wären, aber da würde es sich ja sogar decken mit dem, was das Ding gesagt hat. Da waren ja einige Spieler, ja. Vielleicht zur Erklärung nochmal dieses Potenzial. Kannst du das nochmal kurz erklären? Ihr habt da 2 verschiedene Werte, den normalen Index oder den aktuellen Index und Also wir haben es GSN-Index genannt, was unfassbar kreativ ist, ne, bei der Firma, die Global Soccer Network heißt. Genau, einmal den Current GSN-Index, quasi die momentane Leistungsstärke, also allumfassend bewertet mit sämtlichen Fähigkeiten, mit sämtlichen Leistungsdaten, mit der Spielstärke, alles eingerechnet, gibt einen Wert und dann gibt es eben noch einen Art Zukunftswert, bei dem quasi die Karriere jedes einzelnen Spielers bei uns in der Datenbank simuliert wird und anhand von über 400 Faktoren eben die bestmögliche Entwicklung errechnet wird. Also man muss wirklich explizit sagen, die bestmögliche, weil wir eben keine privaten Probleme vorhersagen können, weil wir keine schwerwiegenden Verletzungen vorhersagen können, weil wir keinen unglücklichen Trainerwechsel vorhersagen können. Also es geht immer um die bestmögliche Entwicklung anhand der Kriterien, die ein Spieler jetzt momentan mitbringt. Und wie gesagt, das sind eben diese beiden Werte. Um das jetzt am Beispiel Heiland festzumachen, der jetzige Wert ist durchaus noch relativ niedrig, also hätte jetzt keine Chance, irgendwie direkt in den Drittligakader reinzurutschen, um da irgendwie Stammspieler zu werden. Wenn man sich aber diesen potenziellen Wert anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass er eigentlich alle anderen Spieler, die momentan im Kader sind, übertrifft. Ja. Und deswegen ist dieser potenzielle Wert gut, um eben junge Talente ausfindig zu machen. Vielleicht zur Größe. Ich hatte es letzte Woche schon mal angesprochen. Da waren es noch, da waren wir glaube ich noch ein bisschen zu niedrig. Da hatten wir irgendwas von 300.000 Spielern in der Datenbank gesagt, aber das ist ja schon deutlich höher. Das war ja, ich habe jetzt noch mal die Adler Podcast Folge gehört. Da waren es ja schon 440.000, meine ich. Wie viel habt ihr denn aktuell in der Datenbank? Wir sind knapp bei 450.000 sogar mittlerweile. Also wir haben jetzt auch ausreichend Daten über die amerikanischen College Ligen zum Beispiel. Können auch die detailliert bewerten und da sind nochmal einiges an neuen Spielern mit dazugekommen. Also aktuell, lasst mich lügen, bei 447.000 oder so irgendwas sind wir ja momentan, ja. Das ist schon Wahnsinn. Ja, ist schon.
Also schon mehr als auf jeden Fall in diesen Datenbanken immer bei Football-Manager drin war. Das ist ja auch schon immer enorm viele Spieler waren, aber ich glaube, es waren auch keine 447.000, sondern immer nur so 100 noch was 1000 pro Jahr oder so, ja. Also immer ein Viertel vielleicht. Stimmt. Ja. Ja. Und das kam mir schon krank viel vor. Hat ewig gedauert, ja, bis zu installieren, das Spiel, damit es drin war, ja. Man konnte gar nicht immer alle Ligen benutzen. Ja, schon, musst du immer die Ligen auswählen, damit der Computer nicht überlastet wird, ja. Aber der aktuelle Wert berechnet sich ja jetzt nicht nur an den Datenpunkten, sondern auch, ihr habt da irgendwie so ein Vier-Säulen-Modell, wo auch noch ein subjektiver Scouting-Report mit einfließt. Wo habt ihr denn die ganzen Leute her, die euch aus der amerikanischen College League irgendwelche Scouting-Reports erstellen? Ja, wir haben mittlerweile ein sehr, sehr großes Netzwerk. Es ist tatsächlich so, also wir haben 11 Festangestellte plus mir. Das ist so der Kern von Global Soccer Network. Und dann haben wir mittlerweile auch fast 400 Leute weltweit, die eben scouten, ja, für uns quasi freie Mitarbeiter, die dann eben Zugriff haben auf unsere Daten, die oft eben auch für Clubs vor Ort eben scouten, ja, ihre normale Arbeit danach gehen. Und aber das Gleiche dann eben auch noch für uns mitmachen und im Umkehrschluss dann eben unsere Daten auch für umsonst benutzen dürfen, ganz klar, für ihre Scouting-Geschichten, die sie machen wollen. Und dementsprechend ist es halt so, wenn du wirklich Leute in jedem Land irgendwie sitzen hast, dann bekommst du halt schon, kommst du einfacher an Informationen ran. Um jetzt das Beispiel College-Liga in den USA aufzugreifen, das ist von hier eine Sache, man könnte es mit viel Internet-Recherche auch auf die Beine stellen, von hier aus, aber wenn du einfach Leute in den USA hast, die das mitverfolgen, die teilweise dann auch noch Leute kennen, die aktiv dort spielen, das macht das Ganze schon sehr, sehr viel einfacher. Ja. Krass auf jeden Fall. Jürgen, mach du mal weiter. Ja, es ist schon interessant. Also da kann ich eigentlich gleich nachhaken. Und zwar, du hast es gerade angesprochen, dass ihr halt so ein großes Netzwerk habt und über 400.000 Spieler in eurer Datenbank. Wie sieht es denn mit so einem Drittligist wie Eintracht jetzt momentan? Wir haben momentan keine Scouting-Abteilung und es wurde damals sehr, sehr kritisiert von den Fans, dass wir die Abteilung, dass das ein Teil von diesen Ersparnissen waren, die wir machen mussten, weil wir in der dritten Liga festkleben momentan. Mhm. Und braucht ein Verein wie Eintracht noch eine Scouting-Abteilung und was sind so die Sachen, die Eintracht momentan jetzt machen müsste, Daten- und Scouting-mäßig, als Drittligist? Braunschweig eine Scouting-Abteilung ein absolutes Riesen-Ja. Ja, also das ist, als ich das gelesen habe, das ist ja zum Haare raufen. Ja, also muss man wirklich sagen, ich kann als Verein, also wie gesagt, jetzt nicht, weil wir hier jetzt über Scouting reden, aber die Scouting-Abteilung gehört ja eigentlich mit zum Wichtigsten, was ein Verein hat. Ja, das muss man ja ganz klar sagen, weil die schon einen großen Anteil am sportlichen Erfolg oder Misserfolg haben. Wenn sie dir nur Mist empfehlen und du auch nur Mist holst, wirst du nie aufsteigen, ja, oder wirst du nie erfolgreich sein. Dementsprechend, ja, als ich das damals in der Zeitung gelesen habe, dachte ich, ja, das kann nicht wahr sein, ja, dass man die Abteilung eben abschafft. Da hätte man von mir aus Marketing oder sonst irgendwas abschaffen können, aber definitiv nicht die Scouting-Abteilung. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Eintracht das momentan macht. Fahren dann da Trainer, Manager, Co-Trainer durch die Gegend? Es war nichts rauszufinden, also, ehrlich gesagt. Also, ich weiß nicht. Es hieß damals, es wurde kommuniziert, es geht in das gute Netzwerk von Peter Vollmann, was als TV-Experte bei Magenta Sport und so aufgebaut hat, was. Also ich glaube, niemand hat das ernst genommen. Also das ist, ja, also ich kenne auch noch niemanden, der gesagt hat, ja nee, ich finde, wir brauchen keine Scouting-Abteilung, das funktioniert bestimmt auch so, die Spieler verpflichten. Gerade in der dritten Liga, wo du ja auch mal Leute finden musst, die eben nicht jeder kennt und dann teurer werden. Und also das hat, ja, das ist auch die Meinung, die eigentlich alle haben, die nicht bei Eintracht Braunschweig angestellt sind. Ja, alle außer Peter Vollmann. Das freut mich zu hören. weil also es ist wirklich vollkommen absurd, meiner Meinung nach, ja. Also du kannst nicht einen Trainer, der irgendwie das Training leiten muss, irgendwie da noch rumschicken und auch diese Nummer mit Kontakten und vielleicht auch noch mit Beraterkontakten ist aus meiner Sicht für einen Profi-Club absolut unseriös, ja. Also das funktioniert meiner Meinung nach einfach nicht. Um jetzt aber den zweiten Teil der Frage zu beantworten, was müsste denn die Eintracht aktuell machen? Ich glaube, was sie generell machen müsste,
ist mal so eine Art Clubphilosophie entwickeln, Spielphilosophie entwickeln. Wo will die Eintracht denn hin? Daran könnte man wieder die Jugendspieler ausbilden mit dieser Philosophie und auch daran könnte man festmachen, was für Spielertypen man eben holen will, was für ein Profil die eben haben müssen, ja, und vielleicht auch den Trainer danach holen, dass er eben in diese Philosophie passt und nicht jeder Trainer eine neue Philosophie mitbringt. Das wäre so der Grundgedanke, den ich erstmal dazu habe, weg vom eigentlichen Scouting. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ihr seid da näher dran. Also ja. Also, so das, wie bei Antwort tut gerade weh. Oder ja, so genau. Ungefähr. Also, wie gesagt, du kannst es natürlich jetzt nicht von einem auf den anderen Tag auf die Beine stellen und vielleicht ja, auch nicht in dem Ausmaß, wie es Barcelona oder Ajax machen. Aber ich gebe dir recht. Du weißt einfach, für was diese beiden Clubs irgendwie stehen, ja. Und, mir kommt es immer so vor, und es sind nicht nur Eintracht Braunschweig, sondern generell, ich komme aus Sandhausen, wir haben einen Zweitligisten, der das ist auch, unseriös zum Teil, was da abgeht, die auch einfach keine wirkliche Philosophie haben einfach. Ja, die kommt einfach mit dem nächsten Trainer und wenn er entlassen wird, dann ist sie wieder weg. Dann kommt die neue Philosophie. Und das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, ja. Ich glaube, ja, da sind klar. Wir vollkommen auf einer Linie, ja. Ja, aber ich glaube, da ist auch das Problem bei Eintracht gerade. Wir hatten halt 10 Jahre einen Trainer mit Thorsten Lieberknecht, wo dann, auch wenn wir nicht immer denselben Fußball gespielt haben, auch noch ligenbedingt und so weiter, aber da hatte man halt dieses Problem nicht, weil der Verein halt da Konstanz hatte und eben nicht alle 9 Monate dann neuer starker Mann war, der dann anders Fußball spielen wollte, sondern dass, wenn es dann eine Veränderung gab, die dann auch länger geplant war und dann, als dann mit einem Abstieg dann auf einmal Tabula Rasa war und dann der Trainer weg war und man komplett neu anfangen musste, hat man es da halt versäumt, man hat es erst versucht, ist damit komplett gescheitert mit Henrik Pedersen, wo man die Idee hatte, halt mit einer Philosophie aufzubauen und dann ist man halt schnell in so einem Panikmodus, musste man auch in einen Panikmodus verfallen, hat es dann halt nicht geschafft, da irgendwie mit einer langfristigen Idee rauszukommen, in einer auch funktionierenden langfristigen Idee. Also ich glaube, das ist so die Erklärung aus den letzten 2 Jahren, warum es bei Eintracht gerade jetzt nicht so ist, aber ich glaube auch, dass bei vielen Vereinen das tatsächlich der Fall ist, im Fußball sich generell gerade durch den Mechanismus und Abstieg in den Ligen auch wenn es aber dann nicht läuft, wird dann entlassen und dann, haben halt nur wenig Vereine, glaube ich, wirklich tatsächlich so eine Philosophie, die über Jahre und Jahrzehnte hinweg ausgelebt wird. Da fehlt dann auch die Geduld, mal ein Trainer, der jung ist und vielleicht gerade in der Phase ist, dass er seine Idee zu Ende entwickelt, dann mal halt ein bisschen kleinen Durchhänger hat, der eigentlich genau da landet, wo man hin will und dann den Trainer halt entlässt, ist halt dann kann es halt auch nicht laufen, wenn man halt den Trainer auch nicht die Zeit gibt, mal fertig zu werden oder so. Ne? Aber es darf auch nicht nur am Trainer hängen. Ne? Die Philosophie muss ja über dem Trainer stehen. Stimmt. Also muss ja eine Vereinsphilosophie sein dann. Weil das ist aber die Philosophie muss auch schon da sein. Diskussion darüber, wie wichtig so ein Trainer überhaupt ist. Also es gibt ja zum Beispiel auch Vereine, die das, wie gesagt, Ajax und was, aber auch Olympique Lyon hat auch ist 7-mal hintereinander französischer Meister geworden mit einer klaren Vereinsphilosophie und ich glaube 4 oder 5 verschiedenen Trainern, die diese 7 Titel geholt haben. Also einer ist da, glaube ich, zum Beispiel mal hat hingeschmissen, weil Verein dem keinen Stürmer kaufen wollte, weil die gesagt haben, dass das Stürmer zu überteuert sind und so und dann haben wir mit dem nächsten Trainer trotzdem ohne den Stürmer auch den gewonnen. Aber das ist dann, sowas spricht dann ja dafür, dass so eine Philosophie und so eine Idee, was da jetzt wichtig ist, was und wie man handeln möchte, da über der Person steht und dann einfach durchverfolgt wird und die waren halt trotzdem erfolgreich damit. Oder ja. Ja, ich hab's also, neulich gerade auch. Sag ruhig, ja. Ja. Nee, genau, also das war genau das, worauf ich eben drauf hinaus wollte tatsächlich, genau, dass diese Philosophie letztendlich über allem steht, ja, unabhängig davon, wer da Sportdirektor ist, wer da Manager ist, wer da Trainer ist, die Philosophie muss immer gleich ausgerichtet sein, so kannst du eben auch deinen eigenen Nachwuchs am besten ausbilden, wenn die wissen, was abgeht, ja, von daher ist das, bevor man wirklich mal ins Scouting geht, wäre das der allererste Ansatz aus meiner Sicht, einen Club professionell aufzustellen, ja. Ja, geben wir dir absolut recht. Also ich habe neulich jetzt noch, weil du Martin jetzt gerade angesprochen hast, dass der Trainer nicht unbedingt so wichtig ist. Ich habe da gerade jetzt neulich gelesen, dass zum Beispiel in der Championship League in England der Club Brentford so eine ähnliche Philosophie hat. Ja, okay. Super. Super. Ja. Stopp, da gibt dir aber recht, da ist es aber so. Ne?
Ja, Brentford, genau, aus London. Aus London, ja, war ich vor 3 Monaten, ja, sogar im Stadion. Ach, da warst du, okay. Ja, die haben so eine Philosophie, dass halt der Trainer, dass die Philosophie zuerst kommt und dann das Trainer. Lange nicht. Ja, die haben sind so erfolgreich wie seit Ewigkeit nicht mehr auch, ne? Da haben ja auch im Aufstieg in die Premier League gespielt, dieses Jahr auf jeden Fall, und ja. Ja, da können wir eigentlich nachhaken, weil es geht ja, eine Frage hatten wir, wird es sowas wie eine Moneyball-Bewegung auch im Fußball geben, wie zum Beispiel jetzt im Baseball oder Football, oder gab es diese Bewegung vielleicht schon? Meine Frage. Ja, wie gesagt, da ist ja tatsächlich, wie gesagt, wenn wir es jetzt hatten, das ist ja quasi einer der Moneyball-Clubs, nennen wir es mal so. Wie gesagt, der Eigentümer Matthew Benham kommt aus der Wettbranche, ne, ist durch Fußballwetten sehr, sehr reich geworden. Die Idee gehabt, einfach mal seine Analysten aus der Firma abzuziehen und gedacht, ja komm, die können einfach mal Spieler scouten, ne? Hat seinen Club dann meines Wissens nach 2012 anteilsmäßig übernommen, als sie in der League One waren. Und hat es dann geschafft, mit relativ eingeschränktem Budget, auch für die englische dritte Liga, aufzusteigen nach und nach mit sehr, sehr, sehr interessanten Spielern. Also die kannte garantiert vorher niemand, ja, in England, bin ich mir ziemlich sicher. Hat da einmal den Aufstieg geschafft. Und dann gebe ich euch recht, 2014 sind sie eben aufgestiegen und seitdem haben sie sich etabliert in der Championship. Sie gehören eigentlich sogar zu den Top-Clubs mittlerweile, muss man wirklich sagen. Auch und das immer noch Stadion. Mit einem. Genau, wollte ich gerade sagen. Also ich war selber noch im alten Griffin Park, heißt der, glaube ich. Ja, ne? Genau. Wollten sie eigentlich bis Saisonende drin spielen und ist auch richtig geil, ja. Hugh-Hyde, aber ja, wahrscheinlich bin ich jetzt nicht mehr da drin wegen der ganzen Corona-Geschichte, aber. Ja, genau, und bauen jetzt, also eigentlich wollten sie es im Sommer eröffnen. Ich weiß nicht, ob da jetzt auch irgendwelche Verzögerungen gibt, aber ja. Aber wie gesagt, das ist ja aber auch ein Zeichen dafür, dass in dem Club viel richtig läuft, weil die mit dem Stadion halt auch mehr Geld verdienen werden und das Premier League tauglich ist und ja. Ja, genau. Also sehe ich genauso, das alte Stadion hatte was, das war so richtig uralt, ne, wie man sich so ein englisches Stadion vorstellt. Auf jeden Fall sind die ihren Weg allerdings auch in der Championship kontinuierlich so weitergegangen. Also sie haben wirklich Spieler geholt. Ja, die kannte niemand vorher. Also wenn die mir einen englischen Experten zeigen würden, der einen Spieler kennt, den die geholt haben in der Zeit, glaube ich nicht. Ja, anhand ihrer Datenmodelle eben. Da hat es wunderbar funktioniert. Das war auch so das erste Mal, wo ich so gedacht habe, hey, die Daten sind im Fußball angekommen, ja. Also so quasi der Anstoß für die Fußball-Moneyball-Bewegung, ja, das erste Mal. Ist aber dann nicht wirklich was draus geworden, muss man ehrlicherweise sagen. Bis dann das nächste Beispiel kam, auch wieder 2014. Matthew Benham hat dann investiert in FC Midtjylland in Dänemark. Ist in der dänischen Provinz ein Club, der immer in der ersten Liga mitgespielt hat, aber eigentlich gegen die Kopenhagener Clubs nie so wirklich Land gesehen hat. Da hat man dann mit Rasmus Ankersen, heißt er, der selber Profi war und auch mittlerweile sehr, sehr innovativ denkt, was Daten angeht, hat man dann einen Sportdirektor installiert. Und die haben die Nummer auch durchgezogen, ja, mit eben Datenscouting, und sind damit jetzt zweimal dänischer Meister geworden, spielen regelmäßig in der Europa League, ja, haben Manchester United, glaube ich, sogar mal geschlagen in der Europa League, und bringen wunderbare Spieler raus, die auch in Dänemark keiner kennt, ja, also kommen dann Spieler von den Färöerinseln oder so, ja, die keiner irgendwie auf dem Schirm hatte. Und das war der zweite Punkt, wo ich dachte, ja, jetzt ist Moneyball im Fußball angekommen. Aber auch da hat es sich wieder nicht so richtig bewahrheitet. Ja, also die Daten sind omnipräsent. Jeder hat diese Daten auch. Aber die Clubs nutzen sie unterschiedlich. Ja, es gibt wirklich Clubs, die auch auf Daten setzen, weiß ich persönlich, weil ich in vielen Clubs war. Der FC Porto zum Beispiel hat einmal ein hervorragendes, ich nenne es mal klassisches Scouting, aber auch ein wunderbares Datenscouting. Der FC Sevilla unter, wie heißt der Sportdirektor, Monchi, auch wunderbar mit Daten, ja, passt auch. Und auch die ganz großen Clubs jetzt wie Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, nutzen immer mehr Daten, haben zum Teil Leute von der NASA abgeworben, die da was mit Zahlen machen mittlerweile. Wer sich schwer tut, ist der deutsche Fußball, das muss man ganz klar sagen. Der hinkt da irgendwie noch so ein bisschen hinten dran. Aus unserer Sicht. Kannst du das beurteilen, woran es liegt? Boah,
Boah, ja, also wie gesagt, da muss ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich selber, wie gesagt, kenne, auch viel präsentiert habe. Und oft sind die Chef-Scouts auch ehemalige Profis, was ich jetzt gar nicht diskreditieren will, weil das schon gut ist. Ja, die haben schon Ahnung von Fußball und wie die Branche auch läuft. Aber die haben oft, aus meiner Sicht, Angst vor diesen Zahlen oder haben Angst davor, dass ein Computer irgendwann ihren Job macht oder ein Computer irgendwann Transfers tätigt, völlig autonom, ja, ohne dass man jemanden braucht. Das ist so den Eindruck, den ich gewonnen habe, jetzt über die letzten Monate und Jahre. Also so ein bisschen ähnlich, wie es im Moneyball-Film auch dargestellt wird, wenn es jemand mal gesehen hat. Da sind die Scouts ja auch, die eigentlich sich dagegen stimmen. Genau, die auch ihre Thesen haben, was ich auch gar nicht leugnen will, die sind oft gut, ja, die sind auch richtig und ich finde, die braucht man auch in einem Verein. Also du brauchst beides irgendwie. Du brauchst diese klassischen Scouts und du brauchst Video-Scouting, du brauchst Live-Scouting und du brauchst aber auch Daten-Scouting. Das ist unerlässlich mittlerweile. Und wenn du die Komponenten irgendwie schaffst, auf eine Reihe zu kriegen und irgendwie einen Konsens zu finden, dann glaube ich, bist du wirklich gut aufgestellt, was das Scouting angeht. Okay, also was ich beim FC Midtjylland, wo ja da der Benem auch rein investiert hat, die sind ja zum Beispiel, vor ein paar Jahren habe ich immer mal eine Statistik gesehen, dass die extrem viel besser bei Standardsituationen sind als irgendwie alle anderen Teams in Europa oder so, die da irgendwie aufgelistet waren. Ist das sowas, wo es generell was leicht zu optimieren ist einfach und was vielleicht in Zukunft eine viel größere Bedeutung haben wird im Fußball oder was, also die Bedeutung der Standardsituation in der ganzen Geschichte würde ich einmal kurz wissen wollen. Wir hatten ja auch den langen Einwurf, hatten auch eine Frage darüber, da können wir ja gleich. Ja, genau, das können wir irgendwie miteinander vielleicht kombinieren, die Fragen. Generell gebe ich dir recht, also es gibt, was die Standards angeht, Midtjylland war wirklich herausragend, aber die haben auch extra Trainer dafür eingestellt, das muss man auch dazu sagen, die irgendwie Freistoßvarianten ausgetüftelt haben, die Eckballvarianten ausgetüftelt haben. Also die waren auch da sehr innovativ, muss man wirklich sagen. Es war jetzt nicht diese Standard 0815 Freistoßvariante mit zwei Mann in der Mauer und keine Ahnung was, sondern die haben sich was einfallen lassen. Generell ist es so, dass irgendwie, wir haben mal ausgerechnet, dass so zwischen 28% und 33% der Tore fallen mittlerweile durch Standards, ja. Könnten allerdings tatsächlich noch mehr sein. Und um jetzt die Frage, was die langen Einwürfe angeht, zurückzukommen, ist tatsächlich so ein Mittel, wo wir uns auch schon des Öfteren gefragt haben, warum es gerade, wie soll ich es denn nennen, vielleicht nicht ganz so spielstarke Mannschaften dieses Mittel mehr nutzen, ja. Wenn du vorne große Spieler hast, kopfballstarke Spieler hast, warum nicht wirklich einen langen Einwurf? Stoke City hat es 2008 wunderbar gemacht mit Rory Delap. Ja, das ist der König der Einwerfer, glaube ich. Die haben durch diese Einwürfe in einer Saison, da haben sie 53 Torschüsse generiert und 8 Tore sind da rausgefallen. Nur aus Einwürfen, ja. Und da kann man sich schon vorstellen, was das Ganze für ein Potenzial hat am Ende, ja, muss man wirklich sagen. Und ich hatte noch das Vergnügen, Thomas Krönermark kennenzulernen. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Das ist so der Einwurf-Guru. Der hat auch mit dem FC Liverpool unter Jürgen Klopp zusammengearbeitet, was so die Einwurfabläufe angeht bei Mannschaften. Und er geht davon aus, dass wenn man es wirklich richtig optimieren würde bei spezifischen Mannschaften, dass man bis zu 15 Tore mehr pro Saison machen könnte, nur anhand langer Einwürfe. Ja. Ja, das ist eine Menge. Das, wie wir auch mal letztes Mal bei Eintracht sehen konnten, ist auch ein Tor manchmal schon sehr viel, ne? Das war letzte Saison das Tor, was ich da in meinem Blog da angesprochen habe, das Tor von wo Kieski ja den Ball in Strafraum bringt und Düker dann das Tor macht. Das war die einzige Situation, wo wir so feststellen konnten, dass da. Aber das war auch nur notgedrungen. Also wie gesagt, nicht trainiert, das war einfach. Ja, das war also unter Antwerpen wäre es trainiert gewesen. Das wäre der Lucky Punch gewesen, auf den man die ganze Zeit gewartet hat. Ja, stimmt, das war ja. Jetzt zu dem, ich habe da noch einen Einwurf, weil der Name sagte mir irgendwie was, der Thomas Grönemark. Wäre da nochmal mehr zu hören? Der war auch beim Elf-Freunde-Interview auf jeden Fall. Der war auch beim Rasenfunk letztes Jahr, beim Kurzpass vom 12. März 2019. Da habt ihr nochmal eine Dreiviertelstunde mit Thomas Grönemark. Das war eine sehr interessante Folge, hatte ich schon mal letztes Jahr schon. Ja, netter Typ. Ich nochmal zu Lucky Punch, weil ich glaube, Matthew Benham
war auch mal beim Interview mit elffreunde.de vor, und zwar 2014-15 in der Winterpause. Das war die Saison, als Borussia Dortmund unter Klopp so richtig abgestunken ist in der Hinrunde. Die waren 17. zur Winterpause. Und dann wurde er da halt gefragt in seinem von der Freunde, was ist denn irgendwas über die Bundesliga jetzt, was man nicht glauben würde, glaube ich, so ungefähr mit den Daten. Und da meinte er, Borussia Dortmund ist die zweitbeste Mannschaft nach Bayern München in der Bundesliga, nach unseren. Die haben einfach nur unfassbar viel Pech. Also deswegen, die waren irgendwie Vorletzter oder Letzter und waren aber laut seiner Meinung oder nach dem, was seine Modelle da gesagt haben, das zweitbeste Team. Wie groß ist die Rolle des Zufalls, wenn dann solche Diskrepanzen, kann man dazu irgendwas sagen im Fußballsport? Kann man sagen, ich bin gerade überrascht, weil ich denke, weil ich mich gerade frage, ob ich euch meine Antworten schon vorab per Mail zugeschickt habe, weil das tatsächlich mit Borussia Dortmund, das habe ich auch so aufgeführt, weil es tatsächlich so war, ja. Also Dortmund wirklich 17. genau, mit Jürgen Klopp. Und es gibt ja dann eben dieses Dartmodell der Expected Goals und da hätte Dortmund ja, wie gesagt, Zweiter oder Dritter normalerweise sein sollen und hatte wirklich unfassbares Pech, was die Torabschlüsse angeht. Und deswegen kann ich den Matthew Benham da nur bestätigen, ja, ist tatsächlich so. Was den Zufall angeht, auch da gibt's was, und zwar hat der Kollege Daniel Memmert von der Sporthochschule in Köln mit seinen Studenten eine Studie aufgesetzt und errechnet, dass tatsächlich 40% eines Spiels sind reiner Zufall im Fußball, ja. Und das ist schon eine exorbitant hohe Zahl, meiner Meinung nach, ja. Gerade in so einem, ich nenne es mal Low-Scoring-Game, wie es eben Fußball ist, ja, wo sehr, sehr wenig Tore fallen, können diese 40% oft sehr entscheidend sein, ja, im Vergleich zu jetzt Basketball, ja, Basketball, Eishockey, Handball, wo einfach viel mehr Punkte oder Tore fallen, ist da dieser Zufall, hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf den Fußball, ja. Ja, ich glaube, man hat das im Handball, sieht man doch immer in der Bundesliga-Tabelle, wenn, also das ist irgendwie immer relativ, da verlieren die Top-Teams gefühlt seltener, zumindest als früher im Fußball, bevor Bayern München so viel mehr Geld hatte, aber das ist ja halt nochmal eine andere Geschichte. Oder bevor ja, stimmt. So viel krass besser wurde, ja. Ja, aber danke. Da kann man auch gleich nachhaken, weil zum Beispiel hast du gerade die Expected Goals Wertung jetzt angesprochen oder die Metrik angesprochen und das zum Beispiel zu einem Beispiel, die gerade jetzt die Team Performance misst und nicht unbedingt, dass die Tabelle jetzt oder die Ergebnisse das unbedingt immer wieder widerspiegeln, wie das Spiel und die Spiele wirklich in eine Saison abgelaufen sind. Was gibt es da noch für Daten oder Statistiken, die jetzt als Fußballinteressierte jetzt sich anschauen könnte und ja daraus vielleicht Schlüsse ziehen, wie es zum Beispiel jetzt Braunschweig oder andere Mannschaften jetzt in der Wirklichkeit, wo die Wirklichkeit stehen. Mhm. Ja, wie gesagt, also anhand dieses Expected oder mit diesem Expected Goals Modell, was Expected Goals übersetzt natürlich erwartende Tore, ja, jeder Torschuss hat eine Wahrscheinlichkeit auf den Treffer, die man am Ende eben aufaddieren kann. Das mal kurz zu diesen Expected Goals. Und mit diesem Modell an sich kann man eben sehr, sehr viel machen. Ja, mit diesem Modell kann ich zum Beispiel, wie gesagt, nicht nur meine eigenen Expected Goals brechen, auch quasi die Gegentore, die ich hätte bekommen müssen. Ja. Und daraus könnte ich zum Beispiel sogenannte Expected Points berechnen, was wiederum die Tabelle schon ein bisschen anders aussehen lässt. Ich habe mir das mal für die dritte Liga angeschaut. Wir haben es mal simuliert anhand unserer Tabelle wäre die Eintracht tatsächlich nur 13. Ja, anhand dieser Expected Points hätte 9 Punkte weniger, als sie aktuell hat. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ja, aber das sind rein, wenn man rein sich auf dieses Datenmodell fokussiert, wäre es tatsächlich so, dass die Eintracht sogar überperformt hat vor der Corona-Krise, ja. Ja,
Das sehen wir genauso. Das habe ich auch in meinem Blog schon mal drüber geschrieben. Habe ich selbst gerechnet, aber dass Eintracht halt besonders in der Anfangsphase, wo wir halt sehr viel gewonnen haben, sehr viel Glück hatten. Also dass der Expected Goals Wert eigentlich immer schlechter war als beim Gegner. Und dass wir jetzt so Ende der Saison, jetzt vor Corona, dass wir eigentlich auf den Leistungsstandard gesunken sind, was wir eigentlich, wo wir eigentlich hingehören. Und leider ist die Tabelle jetzt noch momentan ist so eng, dass, wie gesagt, unser Manager zum Beispiel immer noch denkt, dass wir die Qualität hätten, aufzusteigen. Und ja, da Ja. spreche ich Ja, muss man schon da länger dazu auch dagegen, sagen. dass es nicht so ist. Aber schön zu hören, dass das wirklich so krass ist, weil das hat, das Bauchgefühl hat es auf jeden Fall gesagt. Was man Okay, dazu noch ja, es ist sagen auch, muss, wenn man ist, sich noch. dass Ja, ich wir wollte haben mich nicht gerade erst unterbrechen. mit dem vorletzten Heimspiel, mit dem vorletzten Spiel haben wir es erst geschafft, dass wir genauso viele Tore geschossen haben in den letzten Spielen wie in den ersten 7 Spielen. Also wir haben fast die gleiche Leistung oder Punktzahl auch geholt wie in den ersten 7 Spielen und sind ja schon beim 27. Spieltag. Und da hatten wir irgendwie 18 Ja. Punkte aus den ersten 7 Spielen, danach hatten wir jetzt 23 aus 20 Spielen danach. Und das spricht ja Ja, auch dafür. also wie gesagt, also die Daten zeigen das tatsächlich auch wenn man sich so andere Offensivdaten anschaut, ja, wie Shot Conversion, wie kreierte Torchancen, wie generell abgegebene Torschüsse, da ist die Eintracht einfach überall unterm Ligaschnitt, ja, das muss man wirklich sagen. Das ist immer eben alles im unteren Drittel tatsächlich. Defensiv sieht es gar nicht schlecht aus, aber offensiv kommt man einfach nicht so richtig ins Rollen, ja, was die Daten angeht. Deckt sich ja mit dem, wie oft wir uns hier schon drüber beschwert haben. Also eigentlich, weil wir sind ja wirklich schon auch seit über einem halben Jahr permanent am uns über schlechte Leistungen aufregen. Also hat man ja eigentlich, also Okay. von daher deckt sich ja irgendwie, zumindest mit unserem Gefühl. Aber es gibt, glaube ich, auch Okay. einfach Fans, die es anders sehen, so, aber nicht uns. Ja, das ist ja das Schöne im Fußball, ne? Dass jeder da so ein bisschen seine eigene Meinung hat. Auch wenn man es dann knallhart oft an irgendwelchen Fakten darlegt. Haben oft Fußballfans trotzdem eine andere Meinung. Auch das kenne ich natürlich, auch aus dem eigenen Freundeskreis. Aber das ist ja trotz allem das Schöne, ne? Dass man über Fußball diskutieren kann, sonst gibt es auch keine Podcasts so wie euren oder so. Von daher ist das alles in Ordnung. Ja, Ja, weiter schon interessant. Fragen? Ja. Will vielleicht Tobi oder Martin oder Kevin mal was fragen? Ich habe da noch eine kurze Zwischenfrage, die wir nicht geschickt hatten, aber die Expected Goals, kann man die live auswerten während des Spiels? Oder wird das immer nach dem Spiel direkt gemacht? Ja, also im Prinzip kannst du schon im Groben live auswerten, ja. Es ist jetzt auch so, dass es Datenprovider gibt, die dir quasi Live-Daten senden, ja. Allerdings kann es da sein, da Menschen sitzen, die diese Daten tracken, dass es da noch zu Fehlern kommt. Ist schon besser dran, wenn du die nochmal drüber schauen lässt, diese Daten nachbearbeiten lässt. Aber generell ist es so, dass du sie auch live sammeln könntest, ja. Jetzt, ich überlege gerade, es gibt auch Durchschnittswerte, die man relativ leicht abbilden kann. Kann man mich noch hören? Ja, Ja, jetzt gut. bist du wieder Ja, du warst kurz Du weg, warst aber kurz jetzt bist weg, du wieder ja. da. Ja. Okay, gut. Dass alles, was außerhalb des 16ers als Torschuss abgegeben wird, im Schnitt bei 4% Trefferwahrscheinlichkeit. Alles, was im 16er liegt, ist bei 12%. Und alles, was im 5er ist, im Schnitt bei 21%. So kann man das schon mal ganz grob, ja, wenn man jetzt ein Spiel schaut, könnte man schon mal ganz grob aufaddieren, ja. Um dann eben im Nachgang zu schauen, wie sieht's denn tatsächlich aus? Weil also, es fließen da mal noch andere Faktoren ein: Gegnerdruck, starker, schwacher Fuß, war es nach einer Flanke, ist der Torschuss mit dem Fuß abgegeben worden oder war es ein Kopfball? Ja, ist ein Dribbling vorangegangen? Aber man kann da zig Faktoren mit einrechnen, die das Expected Goals Modell dann um Nuancen verändert in der Nachkommastelle. Aber diese Zahlen, die ich eben genannt habe, die sind mal ganz, ganz, ganz grob für jeden, der es mal ausprobieren will und das so ein bisschen mal im Stadion oder auch vom Fernseh im Auge hat, dass man so ein bisschen rechnen kann. Und wie gesagt, diese Torschüsse einfach immer aufaddieren, dass man am Ende zu einem Ergebnis kommt. Weil das wäre ja zum Beispiel so eine Sache, die man ganz easy im Fernsehen bei einer Fernsehübertragung einbauen könnte.
dass man absolut während und von mir aus unter das normale Ergebnis nochmal eine Zeile, wo man die den aktuellen Stand oder auch nur zur Halbzeit nochmal, wie es in der ersten Halbzeit lief zum Beispiel. Und das, ja, dafür kriegst du dann halt Passrate oder Ballbesitz oder sowas geliefert. Ja, da habe ich noch ein Beispiel. Also wir waren 2000, das muss ich überlegen, der Confed Cup war 2017, waren wir bei der ARD als Datenexperten und wollten genau eben diese Expected Goals ins Fernsehen bringen tatsächlich, weil wir auch gesagt haben, es ist so leicht nachzuvollziehen und so leicht den Leuten nahe zu bringen, ja, was es aussagt, was es bedeutet. Jeder kann es ja wirklich nachvollziehen als Fußballfan. Und das wollte man damals einfach nicht, ja. Der Fußballfan wäre noch nicht so weit, um das sich liefern zu lassen, ja. Mhm. Aus unserer Sicht, wir konnten es nicht so ganz nachvollziehen und keine Ahnung, 3-4 Monate später ist es dann in England regelmäßig gelaufen, ja. Oder läuft auch jetzt immer noch die Expected Goals im Fernsehen. Ach ja. Das ist auch so ein Thema, wo ich mich gerne beschäftige. Gerade die Metrik und zum Beispiel, also jetzt wo ich sehe, also die Expected Goals Metrik besser verstehe, ich kann auch eigentlich jetzt, wenn ich ein Fußballspiel gucke, kann ich eigentlich direkt sagen, ja okay, welche Mannschaft jetzt momentan stärker ist oder so. Wenn ich auch allein an Chancen sozusagen, auch wenn ich es nicht jetzt die Zahlen sehe, aber ich kann so, wie du schon gerade beschrieben hast, ich kann es halt dann so, ja, mit meinen eigenen Augen sehen, wie gut die Chancen eigentlich sind oder die nicht sind. Wie findest du das eigentlich? Weil ich habe die Expected Goals Philosophy von James Tippett gelesen und da stand drin, dass es drei Märkte momentan gibt, dass es für die Expected Goals Daten zum Beispiel kaufen. Das sind die Medien, die Wettbüros und Vereine. Was meinst du denn eigentlich dazu? Ist diese Marktlücke Fans da oder wie gesagt, haben die Medien recht, dass die Fans noch nicht so weit sind? Das ist tatsächlich keine so ganz einfache Frage, ehrlich gesagt. Also, dass die Fans nicht ganz so weit sind, das ist Quatsch. Ja, also da muss ich einfach nur mich auf Twitter einwählen. Da gibt's ja eine riesen Analyse-Community mittlerweile. Das sind ja die wenigsten irgendwie professionelle Analysten oder bei irgendwelchen Clubs angestellt oder so. Also das sind schon Leute, die mit den Daten, die momentan frei zur Verfügung stehen, schon was machen, muss man ja ganz klar sagen. Und oft auch gute Sachen machen. Und ich glaube tatsächlich auch, wenn sich Unternehmen, dann nehme ich jetzt mein Unternehmen auch gar nicht, sich noch mehr öffnen würden, würde auch noch wahrscheinlich das eine oder andere Kreative dabei rauskommen, was wir momentan vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Gebt ihr aber insoweit recht, dass es Stand jetzt tatsächlich noch keine wirkliche Säule ist, wo wir sagen, okay, da würden wir jetzt Riesenumsätze generieren oder es kommt noch gar nicht wirklich eine Nachfrage. Das muss ich auch noch mit dazu sagen. Also ich habe tatsächlich außer mir ein, zwei Mails. Genau, du warst tatsächlich, glaube ich, der zweite oder dritte, der mich das tatsächlich gefragt hat. Aber ansonsten, es ist da wenig tatsächlich, muss ich wirklich sagen. Und dann bleibt es letztendlich bei den Vereinen, ja, den Medien, wie du gesagt hast, und der Wettbranche, wobei wir aus der Wettbranche raus sind, das davon halte ich nichts, ja. Deswegen sind wir nur Medien und Vereine und vielleicht in Zukunft auch Fans, so wie du. Ja, das hoffe ich persönlich jedenfalls stark. Ich hab schon versprochen, dass ich Kunde wäre sofort, wenn er die Daten irgendwie zugänglich macht, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Also tatsächlich so, dass wir ja das Datenportal bauen wollten, das ist jetzt wegen der Corona-Krise, wird sich das alles nach hinten verschieben. Und wir aber im Zuge dessen tatsächlich überlegt haben, einiges an Daten vielleicht zu speziellen Ligen, Wettbewerben wirklich freizugeben und zu sagen, macht was draus, ja, was ihr mit den Daten gemacht habt. Weil ich glaube tatsächlich, und da der Schluss zum Baseball damals, da hat man auch Daten gehabt, frei zugänglich, ja, und so ist diese ganze Moneyball-Bewegung dann letztendlich überhaupt ins Leben gerufen worden, ja, mit irgendwelchen Nachtwächtern, die da rum experimentiert haben mit diesen Zahlen. Und vielleicht gibt es im Fußball auch noch den ein oder andere Metrik, die bisher noch keiner auf dem Schirm hatte, die aber mega aussagekräftig ist, die kommt, ja. Ja, schön.
schön. Also ich denke, also ich habe jetzt neulich so einen Online-Kurs bei Stadtsbomb gemacht und die haben so eine Akademie und da zum Beispiel, ja, die haben, ich glaube, Stadtsbomb hat zum Beispiel Daten, haben sie, glaube ich, frei zugänglich, die man so als Fan dann auch selber, ja, runterladen kann und dann mit Python oder so wie ich in ähnlichen ja, dann Oh. auch seine eigenen Modelle heraus basteln kann. So weit bin ich Genau. selber noch nicht, aber ich arbeite daran, dass Ja, ich vielleicht auch sowas aber auch gerne machen sowas mag. tatsächlich, da denken wir auch drüber nach, das in Zukunft in welchem Rahmen auch immer anzubieten, ja. Also auf jeden Fall interessant. Okay. Wo du gerade die Krise angesprochen hast, würde mich interessieren, habt ihr irgendwie da jetzt Auswirkungen oder nutzen Vereine jetzt gerade die Zeit, um schon für die nächste Saison oder für die Zukunft zu planen? Es ist tatsächlich so, dass wir mehr Aufträge haben, als es jetzt zu dem Zeitpunkt im Normalfall wäre. Ja, weil jetzt bist du quasi so im letzten Drittel der Saison. Da bei vielen geht's nach oben, nach unten, nach Europa oder wohin auch immer. Die haben da weniger den Fokus auf dem Scouting. Das ist ja jetzt alles zur Ruhe gekommen. Dementsprechend haben Vereine auch Interesse dran, vielleicht auch Wettbewerbe zu scouten, die sie sonst noch nicht wirklich auf dem Schirm hatten. Und fragen dann eben an, mit Daten mal so einen Grundsatz zu schaffen. Ja, welche Spieler gibt es, was können die, um dann ins Videoscouting zu gehen, und dann vielleicht einen oder anderen Spieler zu finden, der für sie interessant ist. Ja. Ja, okay, interessant. So. Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an, dass wir eine jetzt momentan sich halt auch mehr mit Daten beschäftigen und vielleicht bringt die Corona-Krise insoweit was Gutes dann auch für den Ich bezweifle nur leider, dass ein gewisser P. Vollmann aus Genau. Genau. Das dachte ich Das auch. war auch mein Gedanke. Ich glaube, wenn man den irgendwie, wenn man einfach was Gutes tun will, dann sperrt man ihn in eine dunkle Kammer, macht erstmal eine Moneyball, DVD rein und schmeißt ihm vielleicht noch irgendwie Shockernomics oder so hinterher als Buch und dann wäre schon mal so ein Anfang, dass man grob mal weiß, was das ist, aber es ist schön, dass das Ja, also es ist. Vereine schlauer werden, aber einfach wird es leider nicht, ja. Ja, also es ist so, wenn das jetzt jemand von der Eintracht hört, wir helfen gerne. Ja, es ist überhaupt kein Problem. Ich komme gerne nach Braunschweig, wenn der ganze Corona-Mist rum ist, beziehungsweise macht es auch über Skype oder sonst irgendwas. Wir helfen gerne. Ist überhaupt kein Problem. Ja. Brauchst jetzt keine Vereine, denn habt ihr Kunden aus der dritten Liga? Ja. Okay. Haben wir. Also es zieht sich schon durch die. Wir haben Kunden eigentlich bis in die Regionalligen. Ich überlege sogar den einen oder anderen Oberligisten. Ja, aber nicht so viele, wie wir gerne hätten in Deutschland tatsächlich. Also wir sind im Ausland deutlich breiter aufgestellt, als wir es in Deutschland sind. Ja. Okay, wie viele Vereine so in den Einzelnen, also auch wieder, wir wollen keine Namen oder so, keine Angst, aber so gute Vorstellung hat, wie viele Kunden habt ihr in der dritten Liga und im Vergleich dazu in den Ligen da drüber, in beiden in Deutschland so? Also in der dritten Liga sind es aktuell zwei, ja. Okay. In der zweiten Liga sind es sechs und in der ersten Liga sind es fünf. Ja. Okay. Also Ja, noch schon. Was meinst ausbaufähig. du denn, an welcher Liga man so eine, also mit den Daten arbeiten sollte? Also ich weiß, dass zum Beispiel Wachtel Braunschweig, das ist ein türkischstämmiger Verein in Braunschweig, Videoanalyse betreibt, also die filmen ihre eigenen Spiele und analysieren die dann. Die spielen in der sechsten Liga. Das fand ich schon ganz beeindruckend. Was meinst du denn, in welcher Liga man allgemein mit Daten arbeiten sollte? Also bei uns ist es so, in der Datenbank sind die Oberligen sind komplett abgebildet, alle deutschlandweit, ja. Aber dazu kommt dann noch die U19 Bundesligen, U19 Regionalligen und auch den U17 Bereich ebenso. Und ja, auch den ein oder anderen Spieler aus der Verbandsliga, ja, aber die haben wir jetzt nicht irgendwie flächendeckend, also aus der sechsten Liga. Bei uns heißt die sechste Liga Verbandsliga, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, La Landesliga bei uns, aber ja. Landesliga, okay, also spielt die zweite von Braunschweig sechstklassig, okay. Ja, genau. Aber da, wie gesagt, da haben wir nichts irgendwie flächendeckend. Aber wie Oberliga 1 oben drüber, fünfte Liga, das haben wir tatsächlich flächendeckend an Daten. Okay. Ja. Justi, du hast doch wahrscheinlich noch ein paar
Ja, ich habe noch ein paar Fragen. Wir können auch sonst quatschen, aber ich würde vielleicht mal was Alltägliches. Natürlich ist die Situation wegen Corona momentan natürlich ein bisschen anders, aber ja, du hast schon angesprochen, dass du, glaube ich, 11 Angestellte habt und ja auch wie gesagt, großen Netzwerk. Ja, wie ist eigentlich der normale Arbeitstag ja, was sind so die Pläne mit Global Soccer Network? Also der normale Arbeitstag, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen vor Corona und jetzt mit Ja. Corona. Vor Corona war es tatsächlich so, dass die letzten Monate, Jahre ich eigentlich immer derjenige war, der kreuz und quer durch die Weltgeschichte gereist ist, das überall präsentiert hat, an jeder Konferenz teilgenommen hat, die man irgendwie teilnehmen kann. Ja, ich arbeite auch noch für die IST-Hochschule in Düsseldorf als Dozent zum Beispiel. Da gibt es auch den Spielanalyse-Scouting-Studiengang mittlerweile, falls das mal jemanden interessiert. Ja, also wie gesagt, so einen richtigen Arbeitsalltag gab es eigentlich gar nicht. Mittlerweile ist es so, dass ganz, ganz viel Homeoffice tatsächlich ist, dass ich mir morgens einen Computer einschalte, schaue, was generell so in der Welt des Fußballs passiert, ja, was für Transfers vielleicht schon durch sind, welche Transfergerüchte es eben gibt. Und dann eben ja oft denk, ja mit Kollegen eben drüber nachdenken, was kann man denn vielleicht noch auf den Markt bringen, welche Daten gibt es vielleicht noch nicht, was kann man machen, vor allem wie kann man es visualisieren, das ist ja oft auch noch eine ganz, ganz große Frage, ja. Oft hat man ja einfach Rohdaten, die so diesen Excel-Charme haben, ja, in irgendwelchen Tabellen, aber man muss es ja auch irgendwie ansprechend darstellen, das Ganze, ja. Auch das ist Da ganz macht oft er eine ein bisschen Frage. guten Job, sehr guten Job macht er da. Ja, Das das muss ich stimmt, sagen, okay. ja. Das sieht immer sehr gut Das aus. freut mich. Das freut mich Gott zu sei hören. Dank, Ja, Bewerbung. das ist gut. Dankeschön. Dankeschön. Ja, das freut mich zu hören tatsächlich, weil wir da auch wirklich Wert drauf legen. Ja, dass man es eben gut darstellt. Ja, muss man schon sagen. Generell, wenn ich mir jetzt einen Arbeitsalltag aussuchen dürfte, tatsächlich wäre es der, so wie Global Soccer Network angefangen hat, mit ich sitze irgendwo und denke mir irgendwas aus. Davon sind 95% für die Tonne, aber 5% sind irgendwie cool und mit denen machen wir irgendwas. Ja, also wenn das noch so gehen würde, wäre es großartig. Geht aber natürlich leider nicht mehr. Aber das war so mit die allerbeste Zeit. Also bevor dieses ganze System so wirklich markenreif war, da Sachen auszuprobieren, was passt eben nicht. War großartig, geht jetzt natürlich nicht mehr, ist ganz klar, ja, wir müssen ja auch sehen, dass wir Geld verdienen irgendwie, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre es so immer noch dieses Kreativsein, dieses Rumbasteln, das ja wäre immer noch so mein Ding. Wie lange habt ihr an eurem Algorithmus gearbeitet? Wir haben dran gearbeitet, ja, 3 Jahre, 3,5 Jahre, beziehungsweise wir sind eigentlich nicht fertig damit, so wirklich, ja, weil immer noch mal irgendwie was Neues mit dazu kommt, was man vielleicht mit implementieren kann. Aber dass es wirklich aussagekräftig ist, das waren schon, ja, 3 Jahre, 3,5 Jahre bestimmt, ja. Einfach auch, weil wir jetzt uns keinen externen Programmierer oder sonst irgendwie mit ins Boot geholt haben, sondern das quasi von klein auf oder von Anfang an das quasi selbst gezogen haben, die ganze Nummer, ja. Und wolltest du schon immer diesen Beruf ausüben oder hat sich das einfach so ergeben? So, deine eigene Das, Firma die, die, leiten die, und ja, die eigene Firma leiten ist natürlich immer großartig, ja, das war jetzt, ja, das hat man immer so im Hinterkopf gehabt, dass es Wirklichkeit wird, habe ich selber nicht dran geglaubt, ehrlich gesagt. Ich war immer schon wirklich, ich habe es ja vorhin auch gesagt, was diese Zahlen angeht, immer schon, ja, da dahinter auch. Wir haben einen Fußballmanager ja vorhin angesprochen, auch da als Kind und als Jugendlicher, wie ein Bekloppter vom Essen und Spieler hin und her transferiert. Hab vorstellen können, ja, vielleicht irgendwann mal sowas zu machen, aber damals konnte man das auch nicht absehen, wie sich diese ganze Geschichte mit Daten etc., wie sich das weiterentwickelt, ja. Ich bin dann nach Hoffenheim und Sandhausen so mehr oder weniger studienbegleitend, ja. Jetzt auch nicht mit der Ambition, das irgendwann mal festberuflich zu machen, sondern einfach, weil es mich interessiert hat, weil es Spaß gemacht hat
Aber dass daraus eine eigene Firma wird, das konnte ich nicht absehen. Und was sind das für Leute, die bei GSN arbeiten? Also sind das vor allem Data Analysts oder auch Scouts aus dem Fußball oder aus welcher Ecke kommen so eure Mitarbeiter oder deine Mitarbeiter? Lauter Bekloppte sind es. Also alle natürlich mit einer sehr, sehr hohen Affinität zu Fußball. Ganz klar, ohne die geht's auch nicht. Muss man ja wirklich sagen. Und jeder hat da so ein bisschen sein Fachgebiet. Also wir haben Mathematiker, Entschuldigung, wir haben ITler, wir haben einen Juristen, ja, auch das muss geklärt sein. Und aber alle, wie gesagt, auch mit dem Hintergrund im Fußball, dass viele auch schon im Fußball selber gearbeitet haben, es sei es als Spieler in der Verbandsliga, Oberliga, wo auch immer gespielt haben, ja, auf einem relativ hohen Niveau, dass sie wissen, wie der Hase läuft. Aber wir sind da breit aufgestellt tatsächlich. Also wie gesagt, ITler, Mathematiker, Marketing, Juristen. Ich selber bin Kulturwissenschaftler, hat eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, ja. Muss man auch sagen. Von daher, es gibt ja jetzt diesen, es geht ja immer mehr hin zum Data Analyst, ja. Man kann es jetzt auch studieren mittlerweile. Muss dazu sagen, zu meiner Studienzeit war das eigentlich noch ein Unding, mehr oder weniger, ja. Also da hat sich keiner wirklich für interessiert, muss man sagen. Aber ja, wie gesagt, wir sind relativ breit aufgestellt dadurch mittlerweile. Okay, ja, das so. Also es gibt jetzt nicht den einen Weg quasi in der Firma oder so, den alle da, sondern es sind wirklich aus, also was du gerade aufgezählt hast, ja wirklich schon sehr diverse Hintergründe, die Mitarbeiter, ja, Mitarbeiterinnen genau. haben. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass es das auch oft ausmacht, ja, also weil du oft nochmal eine andere Sichtweise auf Dinge bekommst. Wenn jetzt alle denselben Werdegang hätten, dann siehst du wahrscheinlich viele Dinge gleich, ja. Und das ist auch wieder, um jetzt den Bezug zu einer Scouting-Abteilung zu schaffen, somit das Schlechteste, was du überhaupt machen kannst, ja. Wenn alle irgendwie die gleiche Meinung haben oder den gleichen Background haben, weil ich finde, in der Scouting-Abteilung, die muss leben, ja. Da muss auch mal Streit geben, da muss es Diskussionen geben, weil ich glaube, nur dadurch ist es tatsächlich so, dass man auf Dauer auch erfolgreich ist. Und es war auch, glaube ich, eine Frage von euch, ich weiß nicht, von wem die kam. Bestimmt von Jussi. Meine Fragen sind schon durch. Jetzt bin ich wieder da. Du warst eben weg, ja. Genau, bin Gott sei Dank wieder da. Wie gesagt, also es gab ja von euch die Frage eben, ob ein Drittligateam eine Scouting-Abteilung braucht oder ob es nur eine Firma wie uns braucht, als Partner quasi. Und auch da ganz klar, ein Club braucht eine Scouting-Abteilung, ja. Und ohne die geht's einfach nicht. Und die muss auch nicht riesig sein. Es kann ein Datenanalyst sein, das kann von mir aus noch ein Videoanalyst mit dazu sein. Und dann kannst du drei oder vier Scouts haben, die deine vorher festgelegten Märkte irgendwie abdecken. Das muss natürlich auch klar sein. Also du musst deine Märkte definieren. Für Braunschweig wird die Premier League zum Beispiel wenig interessant sein, weil du da nie einen Spieler wirst holen können. Ja, jetzt mal als interessant sind die Spieler schon, also rein sportlich, aber ich glaube. Ja. Nee, aber da, also wie gesagt, das war dieses überzogene Beispiel, um ein Man muss auch das klar definieren, welche Märkte kommen denn für uns überhaupt in Frage. Und jetzt, wie gesagt, ich kenne die Braunschweiger Philosophie nicht, aber da würde doch zum Beispiel Sinn machen, keine auch Ahnung, nicht. Ich muss ja, okay, ich muss die U19 Bundesligen kennen. Auch nicht. Okay, nee, aber wie gesagt, mal rein objektiv betrachtet wäre für mich Eintracht Braunschweig und die U19 Bundesligen. Muss ich alles kennen, jeden Spieler, der da rumrennt, ja, weil er uns vielleicht helfen kann, weil er hinten runterfällt bei einem großen Bundesligisten, ja. Dann die ersten zwei Ligen in Dänemark oder Polen zum Beispiel, fände ich interessant aus Braunschweiger Sicht. Vielleicht kannst du da einen holen, den keiner auf dem Schirm hat. Dann die zweiten Ligen in Belgien und Holland zum Beispiel. Gibt's auch einen Haufen Spieler mit Potenzial, die dir in der dritten Liga auf jeden Fall weiterhelfen, auch in der zweiten Liga weiterhelfen würden, wenn du aufsteigen würdest, ja. Und die auch keine riesen Summen kosten. Und dann auch vielleicht, ja, eine League One in England, eine League Two in England, auch da rennen wirklich talentierte Jungs rum, die vielleicht den Schritt nach Europa wagen wollen, weg von der Insel. Das wäre jetzt mal so ganz, ganz im Groben so eine Art, ja, Karte, was könnte denn für Braunschweig interessant sein? Und dann, wenn du deine drei oder vier Scouts hast, die Braunschweig eben, ja? Also nicht, wir haben tatsächlich mal aus Dänemark
alten. Ach so, ja. Was, mach du zuerst, weil ich glaube, wir wollen. Was mir bei Dänemark halt gleich eingefallen ist, war, sind, dass wir da zwei, also beziehungsweise einen Spieler insbesondere geholt haben, der mit so riesigen Vorschusslorbeeren kam. Das war damals Mats Wilstrom. Ja. Der, da war ich so begeistert, als ich den geholt habe. Ich hatte da zufällig irgendwas vorher über den gelesen und sowas gesehen. Der war auch in FIFA sogar gut. Und das war ich so begeistert von. Der war so schlecht bei Eintracht. Also wir haben ja früher öfter mal aus Skandinavien was geholt. Ich nehme an, das wollte Martin gerade so auch ansprechen. Unter anderem, ja. Ja. Aber das war da war ich echt begeistert, dass wir so einen tollen Spieler geholt haben. Kann man denn aus den Daten auch irgendwie erkennen, ob ein Spieler für eine bestimmte Liga passt oder ist das auch ja, nicht so? Ja, du kannst sogar noch weiter gehen. Du kannst sogar so weit gehen und sagen, passt er zu deiner Spielweise, die du hast. Und da kommen wir wieder zurück zur Clubphilosophie, von der wir es vorhin hatten. Wenn du die eben hast, kannst du eben Spielerprofile festlegen für jede Position. Was muss ein Spieler, was muss ein bei Eintracht Braunschweig zum Beispiel, ja? Muss der schnell nach vorne spielen können oder muss er rein Bälle abfangen, ja? Oder ist er schon der erste Aufbauspieler? Und so kannst du das für jede Position machen. Welche Kriterien sind relevant? Und anhand dieser Kriterien kannst du dir die passenden Kandidaten suchen. Dann hast du dann vielleicht eine Shortlist pro Position. Lass es 15 Spieler sein, ja? Und die kannst du dir dann nochmal explizit im Video-Scouting oder dann auch im Live-Scouting, wenn es irgendwann wieder losgeht, anschauen. Und dann hättest du schon einen Riesenvorteil wahrscheinlich gegenüber 90% der Clubs, die da in der dritten Liga rumrennen, wenn du es so machst. Ich ja, hört sich nur vernünftiger an. Was du ja gerade meintest, dass also wir hatten unter unserem Quatsch in einem alten Regime, unter also der Ära Arnold Lieberknecht und wo wir auch mit Dirk Fischer noch einen Chef-Scout richtig hatten und eine Scouting-Abteilung. Mhm. Also wir hatten da, also da hat man auch gemerkt, dass einer schon klar definierte geografische Zonen hat, die da abgegrast werden, wo besonders geschaut wird. Also wir haben halt viele Spieler aus Schweden, Norwegen, Dänemark geholt und auch eine Zeit lang davor viele Spieler aus Südwestdeutschland, also auch aus der Pfalz und so. Oberliga Rheinland-Pfalz. Ja, das ist tatsächlich so, dass da systematisch Eintracht Leute, die sich das angeguckt haben und das mit Rheinland-Pfalz halt auch mit Lieberknecht Beckmann und seinem Bruder, der dann in Hasloch trainiert, klar, aber da trotzdem hat Eintracht da irgendwann gesagt, dass sie das scouten auch. Also das war auch öffentlich. Also da sieht man mal, das hatte Eintracht, als sie eine Scouting-Abteilung noch hatten und ja auch in dieser Zeit unter Arnold Lieberknecht und Jahren 9 davon erfolgreich waren. Also das ist ja was wir auch im Braunschweig schon sehen konnten, dass das anscheinend ein sinnvoller Ansatz ist oder bei uns zumindest auch schon den Eindruck erweckt hat. Denn die meisten Spieler, die wir, als die beiden noch da waren, aus Skandinavien zum Beispiel geholt haben, waren ja gute Spieler. Also Buffo oder Nymann oder so, das waren ja schon gut, Weizweg am Ende nicht mehr so, aber Berggren. Insgesamt hatten wir da schon gute Spieler geholt. Berggren und super, Nielsen. Ja. Und ja, Nielsen, stimmt, El Abdelawi und so, also waren zig Spieler dabei, die wirklich gut waren. Ja, El Abdelawi kam ja aus Norwegen, also das ist mir nur eingefallen, dass man bei Eintracht da auch gesehen hat, dass das einen Impact machen kann, auf jeden Fall. Einen großen. Ja, genau. Also wie gesagt, das ist eben das, von dem wir es eben vorhin hatten. Da war offensichtlich zumindest so ein bisschen ein Plan da. Und selbst wenn du in Südwestdeutschland scoutest, dann scoutest du eben Südwestdeutschland. Und wenn da eben talentierte Spieler rumrennen, er kann ja auch in der Oberliga sein, kann in der Regionalliga sein, ja, dann ist das so. Aber das ist besser, als wenn du, keine Ahnung, ich stelle mir das jetzt momentan bei Braunschweig so vor, dass wenn da halt dann spielfrei ist, dann fahren die halt alle irgendwo hin, schauen sich irgendwelche Spiele an. Und es ist ein bisschen so wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen, ja. Aber das ist ja also wenig zielführend, meiner Meinung nach. Auch nicht strukturiert einfach. Ja. Genau. Das noch mit dazu. Wir wissen nicht, vielleicht machen sie es irgendwie noch irgendwie besser. Es ging ja immer, dass sie über das Netzwerk, dass sie anscheinend Empfehlungen bekommen, aber das ist für mich auch keine Arbeitsweise, weil, also, warum glaubt man, dass irgendwelche Clubs einen die besten Spieler empfehlen und alle, was zumindest was da kommuniziert wurde und, also die Resultate auf dem Transfermarkt und auf dem Platz zu. Man wirkt nicht so, als wäre es in Wahrheit anders und sie kommunizieren einfach nur das nicht oder so, aber ja, das ist schon frustrierend für uns auf jeden Fall. Ja, glaube ich. Ja. Was mir noch einfallen würde generell, auch wo wir jetzt schon beim Transfermarkt auch sind, ist, glaubst du, dass man vielleicht noch so Marktineffizienzen auf dem Transfermarkt
ausschöpfen kann, was es die vielleicht auch gibt. Also ich habe vorhin schon mal kurz bei Peter Fehrmann Stockonomics erwähnt als Buch. Da habe ich mal gelesen, dass gerade in England Scouts aufgefallen ist, dass die blonde Spieler viel zu sehr überbewerten und viel zu viel scouten, weil die einfach denen raussprechen, dass es gewisse Nationalitäten sind, die einfach für die zu viel bezahlt wird. Also beispielsweise Brasilianer oder US-Amerikaner und auch Engländer, dass die überbezahlt werden und dass schwarze Spieler früher zumindest zu schlecht bewertet wurden, weil man denen unterbewusst irgendwelche mentalen Attribute abgesprochen hat, was Schwachsinn war und noch ein paar andere Sachen. Wir müssen jetzt, also das Muster ist ja klar. Also ja, das ist das, was ich auch, wie gesagt, ganz am Anfang angesprochen habe, was mir selbst auch so ging. Du hast oft, wenn du dir ein Spiel anschaust, Vorurteile gegenüber Spielern, ja. Du kannst es gar nicht festmachen, warum das eben so ist. Du hast es einfach, ja. Sei es durch eine komische Körperhaltung oder durch irgendein affiges Verhalten beim Warmmachen oder es kann ja alles sein, ja. Und das fließt aber, ja, aber das ist das, was dann letztendlich über in diese Scouting Reports mit einfließt, ja. Auch wenn du es vielleicht gar nicht willst, es fließt aber am Ende des Tages trotzdem mit ein, ja. Und das ist Quatsch, meiner Meinung nach. Und das deckt sich eben mit dem in Soccernomics, ich habe das Buch auch gelesen, dass man eben wirklich Spieler aus speziellen Ländern tatsächlich dazu tendiert, die überzubewerten. Gerade die großen südamerikanischen Länder, Brasilien und Argentinien. Da meint man tatsächlich, dass jeder Drittliga-, Viertliga-Profi da der Mega-Supertechniker zum Beispiel ist, ja. Das stimmt allerdings nicht. Gehst du weiter nach Chile, Uruguay oder so, da hast du genauso talentierte Spieler, für die interessiert sich nur niemand, ja. Also heute mittlerweile schon, wir sind ja ein bisschen globaler mittlerweile und so, diese ganz weißen Flecken gibt's tatsächlich auch nicht mehr. Aber wenn ich jetzt vergleiche Südamerika, den Hype um Brasilien und Argentinien, und es gibt ja zig Studien, wie viele Spieler im Jahr von Brasilien eben nach Europa wechseln oder beziehungsweise auch aus den anderen südamerikanischen Ländern nach Europa wechseln, und dann siehst du, dass eben Chile, Uruguay und ja, lass auch Peru sein, Venezuela, dass die im Vergleich zu den großen zwei absolut unterrepräsentiert sind und dann aber trotz allem sehr, sehr gute Spieler rausbringen, ja. Die allerdings hier in Europa noch nicht so viele auf dem Schirm haben. Gehst du dann zum Beispiel nach Mexiko, die Mexikaner sind clever zum Beispiel, die schauen dann mal nach Kolumbien zum Beispiel, was rennt denn da Talentiertes rum? Oder mittlerweile sogar die Major schaut nach Südamerika, was rennt denn in den kleineren südamerikanischen Ländern rum, was können wir denn vielleicht in die Major League holen, ja. Aber Europa ist da noch so ein bisschen, ja, weiß auch nicht, außen vor. Aber das sagt mir jetzt, wenn man sowas weiß und sowas beachtet, dann kann man da, wie gesagt, das ist ja eine Ineffizienz des Systems, die man dann ja eigentlich ausnutzen kann. Also ich kann dann ja im Mittel für einen, sagen wir, für einen kolumbianischen Spieler, der genauso gut ist wie ein brasilianischer Spieler, kann ich den Kolumbianer für weniger Geld bekommen oder muss ich weniger zahlen. Oder andersrum, ich kann genauso viel zahlen und kriege einen besseren Spieler. Also im Mittel natürlich. Genau, so ist es. Aber, und eigentlich ist das ja was man als Fußballverein sehr gut ausnutzen könnte, um overperformen. Was ja historisch auch schon also viele gute Vereine gemacht haben, sag ich mal. Also ja, kleine, ja, absolut. Also genau, wir haben sogar ein Faktor in unserer Datenbank, so eine Price-Performance-Ratio nennt sich das, also eine Art Preis-Leistungs-Verhältnis, wo wir einen Marktwert kalkulieren, die man sich jetzt nicht vorstellen darf wie bei Transfermarkt.de, die haben schon also größere Abweichungen, und aber dann gebe ich dir eben recht, wir haben die Stärke von einem Spieler und wir haben unseren kalkulierten Transferwert und anhand dessen kannst du so ein Preis-Leistungs-Verhältnis eben errechnen, und dann ist es eben so, dass dir wahrscheinlich die Spieler aus Kolumbien, die eben genauso talentiert sind wie die aus Brasilien, aber wahrscheinlich nur ein Drittel von dem kosten, zum Beispiel, ja, und dann wäre es eben als Verein angedacht zu sagen, ja, okay, dann schauen wir uns eben mal intensiver auf dem Markt um oder kommen zu uns und fragen, hey, was habt ihr denn da an jungen Talenten? Kaut mal Namen raus, ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Wird aber tatsächlich sehr, sehr wenig gemacht, ja. Ist, glaube ich, bei großen Vereinen auch so manchmal, dass da aber auch halt noch andere Faktoren als das Sportliche auch eine Rolle spielen. Also, so, dass auch, geht es auch um Märkte zu erschließen, das ist ja ein anderes Thema, darum, das können wir ja nicht so jetzt mit. Weil gab ja auch so die Diskussion, dass Christian Pulisic teurer wurde, weil Chelsea sich da auch noch mehr darauf zahlen musste, quasi, weil er mit dem US-amerikanischen Markt und so. Aber das ist ja jetzt eine andere Geschichte, ja.
Ja, aber genau, aber die Beispiele gibt es ja immer wieder. Ich weiß nicht, wie der Chinese hieß, den Wolfsburg mal in die Bundesliga geholt hat. Aber das hatte ja mit Bundesliga-Fußball nichts zu tun, das muss man ja ganz klar sagen. Da ging es auch eigentlich, glaube ich, nur darum, Trikots zu verkaufen und auf dem chinesischen Markt irgendwie präsenter zu werden und vielleicht auch VW zu verkaufen in China, ich weiß es nicht, ja. Diese Varianten gibt's tatsächlich, ja, das ein oder andere Mal. Gebe ich dir absolut recht, dass da oft Marketing-Sachen auch noch dahinter sind, ja, wenn man einen Spieler holt, ganz klar. Aber jetzt wiederum den Bogen zum Scouting zu schlagen, das sollte eine seriöse Scouting-Abteilung nicht kümmern tatsächlich. Also die sollte das völlig autark von diesen Sachen machen, ja, sondern wirklich nur die sportliche Qualität einordnen und weg von diesem ganzen medialen Zeug, ja. Okay. Ja, das könnte man jetzt, wer die Serie auf Netflix Sunderland Till I Die gesehen hat, jetzt genau. Nur die zweite Staffel war ja das Beispiel Will Krieg gerade passend genau, dafür, der ja, sehr, genau. Sehr viel Geld gekostet hat für den Verein, aber im Endeffekt dann ja. Wirklich nicht ins System gepasst hat. Und auch nicht die Leistung gebracht hat, die medial von ihnen erwartet wurde. Und dadurch, dass halt mal viral gegangen ist mit einem Fangesang über ihn, wird er wahrscheinlich auch dadurch bewertet in dem Sinne. Und ja. Und der Stürmer und Stürmer sind, glaube ich, auch immer teurer, also als man meint, ja. Also. Das kommt noch mit dazu, weil Stürmer tatsächlich immer nach Toren der Preis entscheidet sich nach Toren und nach dem Namen natürlich. Also Will Grigg, gebe ich euch recht, das war einfach nur, da hat man einen Namen gekauft. Ja, der war irgendwann mal ein Name und den wollte man irgendwie nach Sunderland holen, um da die Fans irgendwie zu beruhigen. Sportlichen Mehrwert hatte der überhaupt keinen. Und wahrscheinlich hättest du 15 talentiertere junge Stürmer irgendwo gefunden, die allerdings keinen Namen gehabt hätten. Ja, aber wie gesagt, auch weil eben die These aufkam, Stürmer sind generell, das ist tatsächlich so, ja, dass generell Offensivspieler, ich will es nicht nur auf Stürmer begrenzen, generell Offensivspieler, die Spieler sind, bei denen man tendiert, sie überzubewerten, ja, stimmt schon. Aber da hat man jetzt mit dem Beispiel mit Sunderland, da sieht man mal, warum Brentford in der zweiten Liga Perspektive auf den Aufstieg hat und Sunderland jetzt sich darum quält, überhaupt in die zweite Liga zurückzukehren, obwohl Sunderland der viel, viel größere Club ist, historisch mit viel mehr Potenzial in dem Absolut. Sinne, weil halt Brentford einfach intelligenter ist. also über Jahre intelligenter gearbeitet hat. Genau so ist es, ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Vielleicht wollten wir noch kurz mal noch über Braunschweig sprechen, das gerade am Anfang angesprochen, dass halt das, die wahre Tabelle oder die Expected Goals oder Expected Points Tabelle nicht so schmeichelhaft für die Eintracht ist. Und Scouting-Abteilung haben wir sowieso nicht, also es gibt wenig Hoffnung, aber gibt's irgendwas, woran wir vielleicht, ja, und die Spieler war es auch noch, die Leihspieler und Becker, der weg will, das ist von unseren besten Spielern, ist auch nicht gerade so ermuntert, aber gibt's irgendwas, wo wir jetzt sagen könnten, okay, ich möchte jetzt, dass Fußball losgeht und ich hoffe auch, dass Eintracht wieder besser spielt. Woran gib uns Hoffnung? Kannst du uns Hoffnung geben? Außer das Glück. das ist eine Frage, die tatsächlich, das ist jetzt unabhängig von über welchen Verein wir reden, es wird tatsächlich, wenn wieder gespielt wird, was ja momentan noch in den Sternen steht, ob die Saison nochmal weitergeführt wird oder auch nicht, dass man ja da eigentlich davon ausgehen muss, das ist ja wie eine neue Saison in der Saison eigentlich. Wie gesagt, die Eintracht, du hast es ja gesagt, Jussi, dass, beziehungsweise du hattest ja die Frage gestellt, wie ich denn den aktuellen Lauf der Eintracht beurteilen würde. Ich glaube, dass die Corona-Krise jeden Lauf beendet hat, ob positiv, ob negativ. Jeder Club wird bei Null anfangen müssen, ja, also es ist jetzt nicht irgendwie so eine hohle Phrase, sondern es ist tatsächlich so, ich weiß nicht, wie weit die Spieler trainingsmäßig sind, was die Fitness angeht, waren die jetzt über 6 Wochen wirklich diszipliniert, haben sich an ihr Trainingsprogramm gehalten,
Also es ist unfassbar schwer, da eine Einschätzung zu treffen tatsächlich. Und die will ich mir tatsächlich auch nicht anmaßen, weil ich es einfach nicht kann. Ja, so ehrlich muss man sein, wie gesagt. Deswegen kann ich weder Hoffnung machen, aber auch nicht zu pessimistisch sein. Ja, ist einfach neutral. Ja, die Hoffnung ist, dass es Stunde Null ist. Oder Stunde Null geschlagen ist. Ja. Wie gesagt, ja. In der dritten Liga ist natürlich so, da hatten wir es vorhin drüber, die Tabelle ist ja unfassbar eng, ne? Das muss man ja schon sagen. Also, wenn du es wirklich schaffst, vielleicht, wenn denn gespielt wird, wirklich gut rauszukommen und gewinnst jetzt 3 Spiele, 4 Spiele am Stück, ja, dann kann natürlich schon was gehen nach oben, ja? Das muss man schon sagen. Aber wie gesagt, wir haben uns jetzt die Expected Points angeschaut, mal über die ganze Saison. Wir haben uns sämtliche anderen relevanten Kategorien angeschaut, gerade was die Offensive angeht. Und da ist die Eintracht eigentlich jetzt noch gut bedient, da wo sie jetzt ist. Das muss man eigentlich wirklich so sagen. Ja, weil du bist wirklich in jeder Offensivkategorie schlechter wie der Schnitt und bist immer im unteren Drittel eigentlich. Ja. Kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen, was da so die Probleme vielleicht sind, oder sind das ungefähr das, weil es nicht so zum Abschluss kommen in guten Bereichen, oder das ist, was das sind da ist so tatsächlich die... genau, also ja, wenn man sich die Expected Goals Zahl anguckt, die sind gar nicht so abweichend. Also du hast laut Expected Goals hast du so ein leicht negatives Torverhältnis. Aber das ist alles noch im Rahmen, ja. Wo es bei der Eintracht tatsächlich fehlt, ist an den Torchancen, die sie kreieren pro Spiel, ja. Das ist einmal, das fällt sehr ab im Vergleich zu den Top-Mannschaften in der dritten Liga. Und dann auch die Torschüsse, die tatsächlich aufs Tor kommen, ja. Das war so, glaube ich, der größte Ausreißer im Vergleich zu den anderen Mannschaften in der dritten Liga. Ja, wo einfach man halt sagen muss, wenn du es nicht schaffst, Torschüsse aufs Tor zu bringen, wirst du auch keine Tore schießen, unabhängig davon, von wo du aufs Tor schießt, ja. Das ist ganz klar. Von daher ist da, oder wenn ich jetzt oder bei den Verantwortlichen von Braunschweig da was zu sagen hätte, wäre das jetzt der Ansatzpunkt, den ich nutzen würde, aktuell, um daran noch zu arbeiten. Und zwar, wie kriege ich meine Offensive irgendwie ins Laufen, ja. Dass da eben Tore fallen. Weil wie gesagt, defensiv haben wir uns auch angeschaut, was Zweikämpfe etc. angeht. Es gibt ja auch diese Expected Goals, also für die Defensive umgerechnet, ja. Was die Qualität der Verteidiger angeht. Auch da bist du wirklich ja im oberen Drittel, was die dritte Liga angeht. Wir haben uns ein Fesic angeguckt, weil auch da kann man wiederum dieses Expected Goals Modell anwenden mit den Expected Goals on Target. Ja, kann man berechnen, wie viel Treffer hat er verhindert im Vergleich zu dem, was er aufs Tor bekommen hat. Und da ist es eine ausgeglichene Bilanz von 37-37, glaube ich. Also auch das ist im Rahmen. Ja, also es fällt weder positiv noch negativ auf, aber er hat genau das gehalten, was er hat halten müssen. Dementsprechend ist er keine Schwachstelle für die Eintracht. Ja, ganz klar Fokus Offensive. Und daran würde ich jetzt arbeiten, wenn ich die Eintracht wäre. Ich finde das ja schon mal eine interessante Erkenntnis oder interessanter Gedanke auf jeden Fall, für was sich auch die Zuhörerschaft interessiert. Also mich zumindest auch. Und deckt sich ja ein bisschen auch so mit dem, also wenn ich, was wir immer so meinten und dachten, zumindest so wie ich meine. Also, gut, dass die Torschancen wenigstens auch sichtbar oder erkennbar. Das hat ja, man an Rostock oder Würzburg fängt an die Spiele, das war ja wirklich also ja. Wir waren einfach nicht im gegnerischen 16er oder so, zumindest in Würzburg aus der Anfang der zweiten Halbzeit oder in der zweiten Halbzeit, aber ja. So als Beispiel jetzt mal, also so ein bisschen Memory-mäßig, wo es ja genau das ist, was wir auch hier sehr stark moniert haben, worüber wir uns unterhalten haben, dass genau das halt dass wir halt offensiv nicht geschissen bekommen haben, auf gut Deutsch. Ja, das sind so auch die Punkte, auch die ich auch... Aber ja. Ja gut, Rostock defensiv auch nicht, Spiel. Nee. Das wäre zumindest eine Spiel, das mit dem Offensiv wäre häufiger.
Nee, ich wollte nur sagen, das ist so ungefähr auch so, was wir hier auch im Podcast diskutiert haben und die wir auch so, ja, die Zahlen uns auch angeguckt haben, die wir zur Verfügung hatten. Das deckt sich ungefähr so mit meiner Wahrnehmung Okay. oder unserer Wahrnehmung. Also soweit, ja, ist natürlich schon interessant zu hören. Ihr habt natürlich noch mehr Daten und noch für andere, auch ein paar andere Daten, die ich persönlich jetzt nicht zur Verfügung habe. Aber deswegen ist auch sehr interessant zu hören, dass es auch, ja, das halt so ungefähr so, das auch so, ja, bestätigt, leider. Ja, genau. Also wie gesagt, wir hatten doch mal, ich weiß gerade gar nicht, wann das war. Ich hatte dir doch mal, Jussi, eine Grafik geschickt mit diesem Action Score, den wir entwickelt hatten, wo quasi man den Einfluss Ja. sehen konnte einzelner Ja. Spieler auf Offensive, Defensive. Und das war ja, ich weiß nicht, war das zur Mitte der Saison, war es relativ am Anfang der Saison. Und auch Das da war, ist glaube ich, schon so aufgefallen, dass die ersten ein Drittel noch, ersten Drittel, ja. Erste Drittel. Und So auch da war ungefähr. aber schon zu Ja. sehen, und du hast es auch, glaube ich, schriftlich so dargestellt, meine ich, dass man da schon gesehen hat, dass die Eintracht stärker defensiv war, die einzelnen Spieler, als sie offensiv waren, ja. Also du hast auch da Ja. schon das Problem quasi gehabt, zu wenig Offensive zu kreieren, ja. Und das schon im ersten Drittel der Saison, ja. Im Da frage ich November habe ich mich das dann als geschrieben, ja. Verantwortlicher im November, November, Anfang okay. November. Gut, da hätte man ja aber als Verantwortlicher bei Eintracht Braunschweig ja nachlegen können in der Winterpause, ne? Und vielleicht ein oder anderen Spieler für die Offensive. Haben sie ja auch, aber Ja. teilweise haben sie ja auch, aber das Ja. Problem ist halt nur, dass die Spieler da nicht, wir haben ja den Trainer gewechselt und der Trainer spielt wieder anders als zu dieser Ja, Zeit da und haben, das ist ja. auch so ein Punkt. Ja. Aber weil gut, da Dass die muss man Spieler sagen, vielleicht nicht auf wenn die wir schon Spielweise so. drauf reingeklopft haben, das Problem, was das den hier identifiziert hat mit der Offensivschwäche, das hat, ich glaube, das hat man bei den Vereinsverantwortlichen auch identifiziert. Also so fair wollen wir da auch mal sein, dass die da auch mal was erfasst haben, was Okay. sich mit dem deckt, und zwar, indem sie mit Biancardi und Fourier ja schon zumindest namhafte Stimmt, Offensivspieler ihr habt geholt recht. haben. Und ja, Ihr also habt, das haben sie, ja, da hat man zumindest stimmt. versucht, was zu verändern, verbessern, ja. Aber auch da Wo wurde ihr wieder das nach dem Problem habt, ja. alten Schema vorgegangen. Man hat geguckt, was die woanders geleistet haben. Und haben sie eine gute Torschützenkönig Ja, von also dem das. Verein, Torschützenkönig von dem Verein. Wir haben ja wirklich, unsere Ja. ganze Offensive besteht ja nur aus den Top, Torschützen der 70 letzten. Scorer haben die gemacht letzte Ja, Saison und das ist also auch wirklich. Wir haben von vier Liga-Konkurrenten den Topscorer der letzten, Top-Torschützen der letzten Saison gerade. Und sind Aus trotzdem Bayern München offensiv der so dritten schlecht. Liga. Also das ist wirklich Ja. einfach, ja, kannst du keinem erzählen. Ja. Ja, das ist das, was ich immer meine. Da passen die Spieler, die gut sind, einfach nicht in dieses System Braunschweig, ne? Und dann hätte man besser oder anders scouten müssen, vielleicht in dem Fall. Ja, Ja, oder und überhaupt weg von scouten diesen müssen, Topscorer-Zahlen. nicht einfach nur, genau, und Ja. das so wirkt es so, als wäre das, was man im Braunschweig gemacht hat. Also das ist zumindest der Eindruck, der, du weißt natürlich nicht genau, wie da gearbeitet wurde, aber Ja. wenn man das halt so sieht mit eben das ist ja schwer, also es sind vier Top-Torschützen von Liga-Konkurrenten, die man hierher geholt hat. Und wie gesagt, der eigene Top-Torschütze ist nicht mal mehr da, also der ist weg. Und wir haben aber von allen vier anderen einfach die so ungefähr Ja. den besten Torschützen einfach eingekauft, so unter dem Motto, ja, dann wird es ja wohl klappen. Aber dann sieht man ja Also eben, dass da es ist eben auch kein schwierig, Hintergrund jemand war. zu. Es ist schwierig, Ja. einen Fan zu finden, der nicht alle Spieler kannte, die geholt wurden vorher. Weil die. Es ist wirklich nicht unbedingt unbekannte, also eigentlich fast gar kein unbekannter Spieler dabei war. Sonst, die Jahre davor war es immer, dass man irgendeinen Chinesen aus der zweiten portugiesischen Liga geholt hat, einen Na, Kanadier aus der einmal. zweiten finnischen Liga. Ja, so, aber nach dem Motto so. Und jetzt hat man halt nur Ja, Spieler aus der dritten Liga genau, irgendwie ja. geholt oder aus der ersten Liga Und geliehen. halt irgendeinen Man kann nicht. Skandinavier, ja. Ja. Das war das, also Ja. seit ich bei Eintracht-Fan bin, es richtig verstehe, auch, war es die erste Transferphase, in der ich jeden Spieler vorher schon kannte. Ja, Das nicht mal ist. als wir in der Bundesliga gespielt aufgestiegen war das so, das stimmt, ne? Muss Ja. man auch sagen. Aber da kannten wir auch alles, Ja. Demian Jackson kannten wir, glaube ich, nicht, ne? Nee. Nee. Also, nee, hab ich auch nicht richtig wahrgenommen. Das ist übrigens so der Punkt, was Brentford besser macht, weil die verkaufen ja die Spieler, die in der Saison gut abgeschnitten haben. Gerade deswegen, Ja. weil die Performance sich meistens nicht wiederholen lässt. Also wenn man mit Stürmer zum Beispiel 10 Treffer mehr hat als in der vorherigen Saison, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass dieser Lauf eigentlich in der nächsten Saison endet. Und das macht gerade Eintracht Genau, vielleicht, das jetzt, sind wenn man das so mal so analysiert, falsch, da dass sie noch was gerade die gegen, ja. Spieler einkaufen, die in der letzten Saison guten Lauf Genau. hatten. Ja.
Da gebe ich dir recht. Von Brentford über den Tisch gezogen werden würde, wenn wir in England spielen. Genau. Also, genau. In Brentford hätte gut, dass wir nicht so viel Geld haben. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, da ist tatsächlich was dran. Ich wollte nicht unterbrechen, bitte. Okay. Nee, ich wollte nur dazu ergänzend sagen, was auch in Soccernomics nämlich auf jeden Fall steht, dass Arsene Wenger zum Beispiel in seiner Anfangszeit bei Arsenal in den ersten 10 Jahren richtig gut gemacht hat, ist, dass er viele Spieler verkauft hat, als sie so ungefähr irgendwie 30 Jahre ungefähr waren, nachdem sie gerade noch in ihrer Blüte waren, aber wo dann schon absehbar war, dass sie physisch auf dem absteigenden Ast kommen werden, die er dann immer noch richtig teuer verkauft hat und dadurch dann wieder andere Spieler holen konnte, was irgendwann nicht mehr geklappt hat, weil die Neuverpflichtungen irgendwie nicht mehr so gut waren. Aber er hat das halt da schon verstanden, zum Beispiel Thierry Henry mit irgendwie 30 oder für viel Geld nach Barcelona verkauft, glaube ich, und hat da auch keine Angst gehabt, Idole und namhafte Spieler eben zu verkaufen, hat so halt auch eine sehr, sehr gute Transferbilanz rausgeholt für Arsenal. Das war auch ein Weg, um das zu machen, dass man auf sowas achtet. Also zumindest das als Beispiel. Ja, absolut. Also es gibt ja immer noch Clubs, die das ja quasi als ihr Businessmodell nehmen, ja. Diese ganzen portugiesischen Clubs zum Beispiel, Porto, Benfica, Sporting, da ist es ja oft so, dass die wirklich, gerade auch oft aus Südamerika oder auch aus Brasilien, ne, wegen der Sprache, wirklich sehr, sehr talentierte Spieler holen für sehr, sehr wenig Geld und die dann wirklich sehr, sehr, sehr teuer weiterverkaufen. Ja, also aber die verkaufen die Spieler meistens, wenn die so Anfang, Mitte 20 sind und Arsenal hat die halt nochmal 5 Jahre später verkauft, genau, aber Arsenal hat eben auch eine andere Stellung in der Nahrungskette hat, muss man dazu sagen. Die sind ja nochmal, Wollte ich gerade, genau, das ist ja nochmal, genau, also du wirst mit 25-Jährigen halt um die Premier League nicht mitspielen können, ja, dauerhaft, genau. Da musst du dir, wie du es gerade gesagt hast, deinem Standing so ein bisschen bewusst sein. Wenn du jetzt, die portugiesische Liga hat natürlich nicht die Klasse der Premier League, ne, muss man ganz klar sagen. Da kannst du eben auch mit jüngeren Spielern, mit Talenten oben mitspielen, ja, ganz klar. Ja, hatte noch irgendwer eine Frage? Kiwi? Ja, wie fallen auch so persönliche Stärken, so mentale Stärken oder sowas rein? Weil es ist ja auch, oder wäre das halt eher was für das klassische Scouting, dass man halt guckt, dass die Spielertypen auch zusammenpassen. Also bei einem war es zum Beispiel früher so, dass sich die Ehefrau des Trainers in die Spielergespräche mit reingesetzt hat, um die Menschen jetzt so, um den Menschen dahinter zu bewerten, ob das Gefühl gepasst, weil das hat früher ziemlich gut gepasst hat bei Eintracht. Also auch durch die. Das hat auch funktioniert, Ja, hat funktioniert. Das hat gut gut. Sie verstehen sich heute auch noch, die Spieler. Simone Lieberknecht kann das anscheinend. Ja, also da sind wir vorhin gar nicht so wirklich drauf eingegangen, das stimmt, wir haben ja wie dieses Vier-Säulen-System, was es bei uns gibt, und da ist der erste Part, so das Rating der fußballspezifischen Eigenschaften, haben wir es genannt, da fließt schon dieses klassische Scouting mit ein, ja, also da fließen weg von Daten einfach, wie ist das Zweikampfverhalten, wie ist das Kopfballverhalten, es sind insgesamt über 130 verschiedene Kategorien, die da Einfluss haben. Da fließen auch Sachen ein wie taktisches Verständnis, ist er flexibel auf unterschiedlichen Positionen, bla 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 bla. Das ist tatsächlich dieser in unserem objektiven Datenbereich der subjektivste Teil, weil den tatsächlich Menschen einschätzen. Also wir lassen jeden Spieler dann von mehreren Leuten unabhängig einschätzen, ja, in diesen Kategorien. Und das bildet dann quasi die ganze Basis für unseren Index. Aber das deckt eben, glaube ich, deine Frage, ob da auch Mentales mit einfließt. Wir versuchen auch Mentales mit einfließen zu lassen. Also wie ist das Verhalten auf dem Spielfeld? Wie ist das Verhalten beim Warmmachen? Oder wie ist es auch beim Training zum Beispiel? Da kann man schon Rückschlüsse draus ziehen, ja. Wie ein Spieler so als Typ ist. Dann scannen wir natürlich auch Social Media. Wie ist es auf Instagram, Twitter, Facebook? Wobei Facebook ja schon mittlerweile wieder out ist, glaube ich, in der jungen Generation. Stichwort Kalu. Wie verhalten sich Spieler eben da? Ist absolut relevant, wollen Clubs auch wissen, ja. Auch das wird oft angefragt und es fließt eben auch mit ein, quasi. Und das alles als Basis für unseren kompletten Index, ja. Okay, das ist cool. Das ist interessant. Also, ich wollte, also hatte ja noch die Frage,
ob man das vielleicht, also wir hatten ja gerade schon mal das Beispiel, wo wir gesagt haben, dass Brentford quasi jetzt eine ganze Liga, also auch mit, dass sie oben in der zweiten Liga mitspielen und Sunderland oben in der dritten Liga mitspielen, obwohl Sunderland eigentlich viel mehr Potenzial hätte. Und jetzt generell die Frage, ob man das irgendwie quantifizieren kann, wie groß der Wettbewerbsvorteil ist, den man sich mit dem, mit Daten oder dem richtigen Einsatz von Daten als Fußballverein so verschaffen kann. Also ob man da irgendwas zu sagen kann oder ob das zu abstrakt ist. Also du kannst es pauschal natürlich nicht sagen, sind es 5%, sind es 10%, sind es 15%. Mhm. Fakt ist aber, dass dir, gerade wenn du eben ein kleiner oder ein kleinerer Club bist, der einfach keine signifikanten Ablösesummen zahlen kann, keine Riesengeld, dann musst du ja, um wettbewerbsfähig zu sein, musst du dir ja irgendwas anderes ausdenken. Ja. Das ist ja Fakt einfach, ja, wenn du mithalten willst. Dementsprechend musst du es eben anders machen als die anderen. Da kommt auch wieder dieses Moneyball-Beispiel mit den Oakland Athletics, die ja wirklich, glaube ich, ich weiß gar nicht, Brad Pitt sagt es im Film, ne, das kommen irgendwie die reichen Teams, dann kommen die armen Teams, dann kommt lange nix und dann kommen wir. Ne? Das ist, glaube ich, so ist irgendwie diese Szene, meine ich. Und wenn du eben dieser Club bist, ja, dann musst du dir definitiv irgendwas anderes ausdenken. Brentford hat es eben gemacht, hat auf Daten gesetzt und letztendlich hilft dir dann jedes Prozent mehr, was du mehr weißt als alle anderen, die in dieser Liga spielen, hilft dir eben weiter, ja, und bringt dich in der Tabelle wahrscheinlich am Ende auch weiter nach vorne, ja. Aber konkret sagen, das macht dich 10% besser, 15% besser, das lässt sich nicht sagen. Wäre für uns das wunderbarste Verkaufsargument überhaupt. Wenn ich sagen könnte, hey, wir haben ein System, das macht ihren Club 15% besser, dann hätten wir, glaube ich, noch viel mehr Kunden. Ja, aber so pauschal kann man es einfach nicht sagen. Ja. Aber der Punkt, den du gerade gesagt hast, das ist ja nochmal ein gutes Beispiel, denn wenn du weniger hast als alle anderen und quasi in ihrem Spiel mitspielen willst, auf ihre Art und Weise, dann ist ja von vornherein klar, dass du nicht gewinnen kannst oder also auf lange Sicht nicht gewinnen kannst. Und dann muss man halt einen Weg finden, besser zu sein. Also gibt es ja auch zum Beispiel jetzt als historisches Beispiel Brian Clough und Peter Taylor, die bei Nottingham Forest irgendwie da im Abstiegskampf in der zweiten Liga die übernommen haben und 5 Jahre später zweimal hintereinander den Europapokal der Landesmeister, also quasi die Champions League gewonnen haben, weil die einfach geschafft haben, besser zu sein als alle anderen. Unter anderem, weil sie, glaube ich, Spieler verpflichtet haben, die anderswo aus charakterlichen Gründen rausgeflogen sind oder deswegen niemand verpflichten wollte. Und weil sie halt geschafft haben, die Spieler also wussten, dass sie besser sind und es geschafft haben, mit den Spielern zu arbeiten und das, ohne dass sie diese Probleme hatten und da so quasi halt auch eine Markteffizienz ausgedrückt. Also das. Genau, da haben wir es wieder. Und genau, das war quasi also deren Plan. Und das, was sie einfach auch besser konnten als alle anderen und was sie halt wussten und wie sie halt das also ja, genau, deren Plan. Genau. Sie wussten, also haben auch gezielt diese Spieler dann, weil sie wussten, dass sie es konnten, gezielt diese Spieler gesucht quasi und damit dann die dann für viel zu wenig Geld quasi kaufen können und ja. Und damals in den 70ern halt, wie gesagt, die haben die in der zweiten Liga Nottingham Forest übernommen, im Mittelfeld der zweiten Liga und sind dann in 5 Jahren quasi zumindest kurzzeitig besten Club Europas und potenziell der Welt geworden. Und das heute geht das natürlich nicht mehr, jetzt wo die Diskrepanzen in dem Budget bei den Vereinen viel, viel größer sind, aber so, das ist halt so als Extrembeispiel, so früher könnte man mit einem guten Einsatz auch nur, also indem man sowas halt besser gemacht hat als alle anderen, auch wenn es da natürlich noch nicht Daten waren, die sie gezielt genutzt haben, aber konnte man halt so viel krass besser sein, so, und dann dachte ich, vielleicht kann man ja sowas grob jetzt vielleicht auch sagen, aber ja, überrascht mich nicht, dass es nicht so konkret geht, ja. Nee, geht einfach tatsächlich nicht, ja, muss man wirklich sagen. Ich meine, du kannst unterschiedliche Entwicklungsprozesse, mal angenommen, du hast jetzt unseren Index von jedem Spieler vor der Saison und schaust am Ende, wie hat sich denn jeder Spieler weiterentwickelt nach dieser Saison. Das kannst du prozentual festhalten, ja. Aber welche Auswirkungen wiederum diese prozentuale Veränderung auf deinen Tabellenplatz hat, das vorherzusagen, das ist einfach nicht machbar, ja. Ja. Wir hatten ja auch schon das 40%. Ja, vor allen Dingen, wenn 40% auf Fußball Zufall ist. Genau. Ist ein großer Teil, ja. Das stimmt. Was natürlich ein krasses Verkaufsargument ist, ist eure Treffersicherheit oder eure Trefferquote bei euren Projected-Dings. Ich hatte da jetzt in dem anderen, bei den Adler-Podcast gehört, irgendwie ihr seid so zwischen 80-90%. Ja, genau, also wir haben mal einen Backcheck gemacht, vor, lass es 3, 4, 5 Monaten gewesen sein
und haben mal geschaut, wie haben sich denn die Spieler entwickelt, so über 5 Jahre, über 6 Jahre, und hatten gerne eine Trefferquote von fast 85%. Und ich glaube, das, genau, kann man einmal als Argument nutzen, gebe ich dir recht, und wird auch wahrscheinlich kein menschlicher Scout so schaffen, behaupte ich einfach mal, ja. Also, du müsstest du fast 9 von 10 Spielern richtig vorausahnen können, wo er sich hinentwickelt. Schwierig, glaube ich. Ja, und das auf die Fülle an Spielern, ne? Also wenn das dann selbst noch in der vierten brasilianischen Liga irgendwie, das geht ja mit in die Quote mit rein, ne? Das ist ja jetzt nicht nur in die ersten genau. Ligen in Europa. Nee, genau, wir haben alle Spieler in der Datenbank genommen. Genau. Das ist krass, das ist wirklich krass. Das kommt im Film, Brad Pitt sagt das in so einem Film auch, das zum Scout, dass du sagst das immer, ja, ich weiß, dass euer Junge es schaffen wird, aber in Wirklichkeit weiß es halt nie als Scout, wenn Ja. man keine Daten Ja, benutzt also, oder so. wie gesagt, du hast bei uns auch immerhin noch eine 15% Chance, dass es nicht passt, ja. Also auch das ist noch relativ groß, aber trotz allem, ja, ist 85% eine Hausnummer, ja, ganz klar. Auf jeden Fall. Ja, Ja, hat noch schon mal einer was? Glückwunsch dazu. Ja, auf jeden Fall. Danke. Hat von euch noch einer Aber was? nochmal, wenn du es vorhin schon mal Martin. sagtest, was ich nochmal interessant fand, ihr habt im Ausland, seid ja eine deutsche Firma in dem Sinne, aber habt trotzdem im Ja. Ausland ja mehr Kunden. Das nochmals, du hast vorhin schon mal Ja. gesagt, nochmal verdeutlichen, das finde ich schon irgendwie viel sagen, da sind wir wieder dabei, dass der deutsche Fußball da hinten dran. Es gibt wahrscheinlich auch noch irgendwelche Wettbewerber von euch, also ihr seid wahrscheinlich der einzige Dienstleister für sowas und der einzige Weg, damit zu arbeiten, aber trotzdem, dass ihr auch als Genau. deutsche Firma da dann immer noch im Ausland mehr, ist ja, finde ich schon nochmal interessant und dann auch, keine Ahnung, wenig verwunderlich, dass man das Gefühl hatte, dass in den letzten 5 Jahren die anderen Top-Ligen besser war, also Spanien oder England da deutlich besser gearbeitet haben als Deutschland auch im Mittelsdorf, auch bei den größeren Vereinen, aber ja, das. Ja, absolut. Also auch oft sehr, 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 sehr viel offener. Ja, wie gesagt, kennt Vereine aus Spanien oder so, wo man sich einfach, oder der FC Barcelona ist ein gutes Beispiel. Ja, die haben jedes Jahr so ein Analytics Summit, nennt sich das, wo ganz, ganz viele Leute auch aus unterschiedlichen Branchen kommen, nicht nur aus dem Sport, sondern das sind auch, wie gesagt, von der NASA dabei, sind aus der Formel 1 sind auch Leute dabei. Und dann erfährt man auch, wie es beim FC Barcelona läuft. Und die haben ja nicht nur eine gute Fußballabteilung, sondern zum Beispiel auch eine gute Basketballabteilung, ja, oder auch eine gute Ja, und Handballabteilung. Handball auch, ja. Genau. Und die Analysten, Scouts, Trainer sind im regelmäßigen Austausch untereinander, sportartübergreifend, ja, um zu schauen, was kann man denn adaptieren aus anderen Sportarten, was kann man besser machen, was kann man weglassen, was bringt mir vielleicht in der Sportart jetzt nicht ganz so viel, aber da vielleicht doch was. Und ich glaube, das ist der richtige Weg tatsächlich. Nicht nur den Fokus immer zu legen, wir sind ein Fußballclub, wir haben das schon immer so gemacht, also machen wir es auch weiterhin so, sondern mal so ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen, was kann ich mir denn vielleicht auch aus anderen Sportarten abschauen, ja, was machen die denn vielleicht, ja, was ich in abgewandelter Form, es muss ja nicht 1:1 sein, aber was kann ich vielleicht in abgewandelter Form adaptieren, ja, für meinen Club, was mir am Ende weiterhilft. Und da ist zum Beispiel, viele mögen ihn nicht, aber Ralf Rangnick, derjenige in Deutschland, oder eigentlich fast der einzige in Deutschland, der das so handhabt, ja, der dann sich auch nicht scheut, sich dann Basketball anzuschauen, Rugby anzuschauen, keine Ahnung was anzuschauen, um zu gucken, hey, was hilft mir denn da weiter für Leipzig oder beziehungsweise jetzt für den kompletten Red Bull Konzern, ja. Hat er nicht Ja, damals ich glaube, Bernhard also. Peters zu Hoffenheim geholt, hier den Hockey-Trainer, war das Genau, nicht? das war auch so einer dieser Ansätze, genau, weil gerade aus dem Hockey kannst du unheimlich viel lernen, was Standards angeht, ja, könntest du viel übernehmen mit deren Strafecken etc. pp., ja. Der Ansatz war gut, es hat wohl, glaube ich, zwischenmenschlich irgendwie nicht gepasst zwischen Rangnick und Peters. Aber genau, der Ansatz war einfach da und es Also ich glaube jetzt auch, was mir der jetzt zu das dem über. Achso, nee, red du erstmal aus. Nee, alles gut, passt. Also ne, ich wollte sagen, was mir dazu jetzt einfällt, wo du das gerade gesagt hast, ist, dass der beim HSV, die haben jetzt irgendwie vor ein paar Wochen auch, kurz vor Corona, der Corona-Sache, hatten die da das Patrick Esume, ja, das ist dieser American Football-Spieler,
ich glaube von Schlatter, den man irgendwie aus dem Fernsehen bei, von Ran NFL kennt, ja, der halt, wie gesagt, immer Football-Trainer ist, und der hat halt bei Dieter Hecking irgendwie, der hat irgendwie was spitiert und hat Leute da halt, dass er ein paar Wochen, kann sein, dass durch Corona dann flach fiel, aber die hatten da halt anscheinend auch die Idee, unter dem Motto, der kann beide Seiten von lernen. Also da habe ich das, habe ich halt aufgenommen, dass das die halt, wahrscheinlich hat der Haas auch so ein bisschen noch für PR dann noch extra in die Öffentlichkeit gebracht, aber ich nehme mal an, dass es trotzdem eine ernste Geschichte war, und das ist ja dann auch wieder da, dass es zumindest bei jetzt da in dem Beispiel das auch angekommen ist, dass man da versucht, von einem anderen Sport zu lernen. Genau, genau. Also sehe ich auch so. Ich glaube auch tatsächlich, ich habe das auch gelesen und meine auch, das ist keine PR-Geschichte, sondern ich glaube, da versucht man wirklich einen Nutzen draus zu ziehen. Also das war so mein Eindruck, den ich davon hatte, das stimmt. Ja. Und ich glaube, die deutschen Nationalmannschaften, das ist ja auch schon irgendwie für großen Turnieren, dass die da auf irgendwelchen anderen Sportarten irgendwelche auch erfolgreichen Sporttrainer und so da hatten, mit denen da irgendwie, also ich glaube, der DFB hat da auch schon drauf gesetzt in der Vergangenheit, schon nicht in den letzten Jahren. Fällt mir auch noch ein, ja. Ja, weil, wie gesagt, also es schadet wirklich nicht. Generell schadet es nie, wenn du Leute hast, die einfach unterschiedliche Sichtweisen haben auf die Dinge, weil es dann immer zur Diskussion kommt und auch zu dem Punkt, wo man sich vielleicht so ein bisschen selber hinterfragt, was kann ich denn besser machen oder anders machen. Ja, von daher finde ich das absolut eine gute Sache. Was ich immer noch denke, was man für den Fußball wunderbar übernehmen könnte, ist so diese Art Trainingscamps, die Sportarten in den USA haben, wo man quasi jetzt im Fußball gedacht, U19, U23 und die erste Mannschaft immer in den ersten Wochen komplett zusammen trainieren lässt und sich dann einfach die besten Spieler aus jeder Mannschaft rauspickt, die dann am Ende meinen A-Kader ergeben. Das habe ich noch nicht verstanden, warum man das im Fußball tatsächlich nicht umsetzt. Ja, so eine Geschichte. Wäre vielleicht auch was, was man in Zukunft bedenken könnte. Das ist schon bei also ist es ja immer dann der Training Camp und dann wird gecuttet, wer da irgendwie die Mannschaft macht und wer nicht. Genau. Und das ist ja schon. Genau. Wir wollen uns ja die Spieler gekauft und dann vorher steht, ist es klar, und ja. Also das ist ja schon ein anderer Approach. Und nach dem Trainingslager hast du dann ja eigentlich mehr Wissen und mehr Informationen, eigentlich so schlauer dann erst hin anstatt. Also ich verstehe auf jeden Fall den Ansatz. Genau. Und du kennst halt einfach jeden Spieler am Ende, den du im Verein hast, ne? Und kennst seine Stärken und Schwächen, ja. Das ist eben der Ansatz, den ich jetzt persönlich hätte, wo ich mich immer gefragt habe, warum Clubs das nicht wirklich umsetzen, ja. Aber gut, muss jeder selber wissen, ne? Will jetzt auch nicht den Klugscheißer markieren. Und interessant ist übrigens noch. Sportarten. Darf ich? Achso, ich würde nur. Martin? Ich würde einen Einwurf noch sagen und dann bist du. Okay. Was ja für Eintracht ist mit anderen Sportarten. Wir haben in Braunschweig ja auch andere erfolgreiche Sport, also die Lions spielen im Football, sind die beste Mannschaft in Deutschland. Dann gibt es die Basketball-Löwen, sind auch Erstligist. Also ich meine, und die hätten ja auch was davon. Also Eintracht ist ja trotzdem in der gesellschaftlichen Wahrnehmung größer. Also hätten die bestimmt auch nichts dagegen, mit Eintracht weiter zusammenzuarbeiten. Also für Eintracht wäre es ein kurzer Dienstweg, zumindest in einigen Sportarten da auch. Vielleicht zumindest das mal auszuprobieren. Das wollte ich nur anmerken und jetzt mehr nicht. Kann die UFC gerne haben. Nee, da hast du absolut recht. Also ich wollte noch mal kurz zum Beispiel Barcelona kommen. Hast du ja auch jetzt angesprochen quasi. Das ist ja, dass hier andere Vereine sich halt oder unter einem Verein sich halt verschiedene Trainer zusammentun. Barcelona hat jetzt auch, glaube ich, als erster Fußballclub in der Welt sein eigenes Innovationszentrum gegründet, wo man auch und die auch sehr verschiedene Online-Kurse und sowas bieten und wo sie auch verschiedene Leute halt treffen und im Thema Fußball zusammenarbeiten und das zum Beispiel so als Beispiel zu nennen, was gerade so die neueste Entwicklung ist und so in diesem Bereich auch sind, und Barcelona ist da wirklich Fortschrittreiter, und die haben auch zum Beispiel Real Madrid eingeladen, obwohl die eigentlich die stärkste Konkurrenz sind in der Liga. Ja, nee, aber klar, du kannst dich doch austauschen, ne? Ich meine, du musst jetzt nicht die intimsten Clubgeheimnisse präsentieren, aber generell Austausch schadet nie, glaube ich, schadet niemandem, ja. Von daher, aber gebt dir recht, also der FC Barcelona ist, ich habe mir das angeguckt, ist schon top, definitiv, ja. Das denke ich auch kein Zufall, dass die in den letzten 15 Jahren ja noch, also ich meine, Anfang der 2000er war es ja gefühlt, Real Madrid eine Nummer über dem FC Barcelona. Mittlerweile sind die Barca ja unter den Top 3 oder Top 5 Clubs auf der Welt und ist ja auch schon dieser ganz, ganz großen Weltclubs geworden. Ich glaube, ich kann Zufall, dass die es dahin geschafft, also nochmal einen Schritt nach vorne geschafft haben, so, und dann nicht, auch bis heute nicht richtig rausgefallen sind, auch wenn sie
weniger erfolgreiche Phasen hatten, immer noch irgendwie zurückgekommen sind. Gut, Messi hat bestimmt auch geholfen, ja, aber gut, ja. Ja, nee, aber da bei Barcelona ist tatsächlich immer so, die brechen immer ein bisschen ein, wenn sie abweichen von ihrer Philosophie ein bisschen. Ja, also die sind immer dann stark, wenn sie wirklich diese Spieler aus ihrer eigenen Jugend hochbekommen. Jetzt hast du natürlich mit Iniesta, Xavi, Messi, das war wirklich absolute Volltreffer, ja, muss man ganz klar sagen. Ja. Aber Barcelona war immer mit am stärksten, das ist meine subjektive Einschätzung, wenn tatsächlich möglichst viele Spieler aus dieser Barca-Schmiede, Barca-Talentschmiede nach oben gekommen sind. Genau, mit wenig zugekauft. Also ich bin jetzt irgendwie, Griezmann habe ich nicht so ganz verstehen können, ja, diesen Transfer, der hat wenig Sinn gemacht, ehrlich gesagt, da Das passt irgendwie. Das wirkt etwas unrund für Barca-Verhältnisse, solche Transfers, meiner Meinung nach, ja. Aber wie gesagt, okay, du kannst nicht alle 5 Jahre einen Xavi, einen Iniesta oder einen Messi aus deinem Nachwuchs zaubern. Ne? Das kann auch Barcelona natürlich nicht. Oder ein Busquets, der auch richtig, richtig gut ist. Der Busquets ist ja so diese Nummer unter Fußballexperten tatsächlich. Finde immer so ein bisschen, wenn man sich mit jemandem unterhält und derjenige schätzt Busquets Wert, weißt du, dass er Ahnung hat von Fußball. Ich glaube, ich sagt, weiß nicht, wer war, ob es ja. Guardiola oder so war, irgendwie, der meint ja, glaube ich, wenn du ein Fußballspiel guckst, dann von Barca, du siehst Busquets nicht, aber wenn du nur auf Busquets achtest, siehst du das ganze Spiel. Das fand ich einen sehr, sehr interessanten Satz zu ihm. Ja. Das ist auch tatsächlich so. Und wie gesagt, ich habe mal kurz unseren Action-Score angesprochen, für Defensive, Offensive. Der ist bei Busquets in beide Richtungen exorbitant, ja. Also das ist schon mit der wichtigste Spieler bei Barca nach wie vor, ja. Der einfach so diese Balance hält, dieses Gleichgewicht hält zwischen Angriff und Verteidigung. Ganz, ganz, ganz wichtiger Spieler, den man so mit normalen Standarddaten aber gar nicht wirklich greifen kann. Ja. Ja, hat noch einer was, Lucy, Martin? Und Jussi hat doch bestimmt noch irgendwas. Nee, also ich habe keine Fragen mehr. Ich ist auch wieder spät hier. Ja, also, gut. Die ist ja eine Stunde, voran. Eine Stunde später. Ja, es war super interessant bisher. Also muss ich sagen, das war wirklich fand ich auch. Top. Ja, das stimmt. Freut mich zu hören. Ja, ich habe jetzt so richtig Datenfieber. weiß jetzt gar nicht, was ich damit jetzt anfangen soll. Träumst du heute Nacht noch von? Schlafen. Ja, absolut. Also es ist, wie gesagt, ich bin sehr froh, dass ich dich damals angeschrieben habe. Und also bedanke mich jedenfalls also das, für mich. Das geht jetzt, auch nach wie vor. Ja, also ja, was ich da sagen würde, das geht auch nach wie vor, wenn jemand auch jetzt im Nachgang Fragen hat oder irgendwie was wissen will oder ja, was komplett anderes wissen will zu Daten, man kann gerne über Twitter, über E-Mail, über sonst irgendwas mich kontaktieren oder vielleicht auch jemand von meinen Kollegen kontaktieren. Es gibt immer eine Antwort, ja. Überhaupt kein Problem. Ist @info_gsn bei Twitter, wenn ich richtig im Kopf habe, ne? Genau, ja. Ich hau das auch nochmal in die Show Notes mit rein und okay, falls irgendwer Fragen hat über uns oder gleich direkt, wir leiten das auch weiter. Genau. Okay. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr, von mir auch. Sehr erhellend, wenig Hoffnung machend, aber es war auch schön, dass unsere Gefühle so ein bisschen bestätigt wurden. Das gibt ja für uns persönlich dennoch ein gutes, ganz gutes Gefühl, dass man nicht allzu viel Blödsinn erzählt hat. Ich will mehr denn je, dass einfach eine Scouting-Abteilung wieder hat. Also, das hat auf jeden Fall erreicht. Und da habe ich mich ja. Es ist nach wie vor was, was man irgendwie nicht so verstehen mag. Ja. Können wir ja die ganzen Co-Trainer, die noch unter Vertrag stehen, losschicken, ja. Ja, umbilden. Bildungsmaßnahmen. Ja. Wie sind denn das? Idee. 4, 3? Ja, würde ich sagen, machen wir Feierabend. Der Jussi muss ins Bett, spät in Finnland. Ja. Und bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt uns eintracht-lebenslang@web.de oder bei Twitter @eintrachtleben und empfehlt uns weiter, empfehlt das Global Soccer Network weiter
Und Vor allem empfiehlt es mal bitte Peter Vollmann. Ja, also. bombardiert die Geschäftsstelle von Eintracht. Dass wir einfach mal ein bisschen clever gearbeitet. Ich glaube, das wäre ein guter Weg, gegen den das Team schon auch nichts hat, wenn Eintracht den einschlagen würde. Nee, absolut. Wie gesagt, ich bin gerne bereit, nach Braunschweig zu kommen. Ja, ich glaube, also ich persönlich hätte auch nichts dagegen, wenn das der Fall wäre, aber ich befürchte, da brauchen wir erstmal andere handelnde Personen. Aber ja, wie gesagt, das ja. Gut, ja, dann würde ich sagen, wann wir uns wiederhören, wissen wir noch nicht so ganz genau. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie die aktuelle Situation sich entwickelt. Mit Corona, wann wieder gespielt wird. Die dritte Liga ist ja ein bisschen hinten dran. Da wird ja wohl erst am 25. Mai nochmal Finale beim DFB-Bundestag drüber entschieden, ob es weitergeht. Das ist echt krass spät, ne? Also, das geht eigentlich nicht. Vor allem, wir haben ja noch mehr ein oder zwei Spieltage mehr gehabt als die Bundesligen. Ja. Und also wenn da morgen jetzt die Bundesliga-Entscheidung kommt, dann denke ich, dass da vom DFB auch schnell nochmal eine Sitzung oder so einberufen wird und dass da dann entschieden wird. Vielleicht entscheiden sie sich auch dagegen, es fortzuführen, aber ich denke, also es muss eigentlich vorher eine Entscheidung kommen, weil der 30.06. ja macht den Anschein, als würde der erstmal als Saisonenddatum weiterhin vorgesehen sein. Aber naja, was ist in diesen Zeiten schon sicher? Ja, richtig. Ja, dann. Das Eintracht Kummer bereitet. Ja, das ist immer sicher. Wobei, ja. Ja, dann hören wir uns irgendwann in der näheren Zukunft und bleibt auf jeden Fall gesund und ja, bis dann, ne? Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.